Ja, komm, umschalten. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einem großen, meinem ersten Turnier in Pokémon Schwert und Schild Online. Andreas ist auch mit dabei, aber nur aus dem Off. Und ab und zu wird er drumherum kommentieren. Sollten irgendwann Leute zuschauen und Kommentare geben, ist es sein Job, das zu erledigen. Ansonsten spielt er momentan parallel Pokémon MMO. Ja. Unglaublich varietätsvolle Atmosphäre hier. Definitiv. So, das ist das Turnier. Ich habe mir dazu eingetragen. Es beginnt jetzt heute. Jeden Tag gibt es 15 Kämpfe. Außer ich Rage quitte eher. Das werden wir dann sehen. Mein Ziel ist natürlich, der Allerbeste zu werden, wie keiner vor mir war. Und im Prozess davon nicht Letzter zu werden. Das ist so mein mindester Schritt. Und im Ziel, beim Erreichen dieses Ziels, wäre es vielleicht nochmal ganz schön, wenigstens einen Sieg mitzubekommen. Meine großen Herausforderungen hierfür. Okay, Turnierdaten rechts seht ihr hier. Man darf so ziemlich fast alles benutzen, was glaube ich nicht legendär ist. Doppelkampf, 4 von 6 Pokémon darf mitgenommen werden. Zeitraum die 3 Tage. Kämpfen einfach mal. Ich habe keinen Plan, wie das hier abläuft. Mein Team habe ich jetzt. Well, it's gone. Wieso habe ich in meinem Team kein Pokémon mehr? Wo sind die Leute aus meinem Team hin? What the fuck? man kann scheinbar nicht einfach die Pokémon aus seinem Team nehmen, das macht aber gar keinen Sinn. Das muss doch irgendwo gehen, oder? Okay, gehen wir kurz zurück und stellen das Team zusammen. Also ich habe lange darüber nachgedacht, was ich nehme, ungefähr 3 Wochen jetzt schon. Hashtag wunderbar vorbereitet. Das sind die 6 tollen Typen hier, aufeinander eingeschworen, beinahe grandios geil. Ihr seht meinen Sweep-Sweeper, wenn der nicht Sweep-Sweep, dann habe ich verloren. Vor allem fällt mir jetzt, als ob das Sweep-Sweeper ein bisschen wie Sweep-Sweep, also Zwitschern von Vögeln klingt. Das macht voll Sinn. Was absolut mein Plan war bei diesem speziellen Namen. Wir nehmen den mal mit, wer ist cool? Bernie, die leider rausgeflogen ist, weil sie zu schnell gestorben ist. Und dafür ist mein Trick-Room-User mit reingekommen, weil ich gegen jeden einzelnen Trick-Room-User verloren habe, bis ich meinte, an sich habe ich auch ein halbes Trick-Room-Team, können wir ja mal selbst darauf gehen. I have sworn to destroy them, but then I joined them. Exakt. Easy. So, probier es noch einmal. Wenn es zum ersten Mal passiert, dann, naja, ist halt so. Aber so rutscht man da einfach rein. Hoffe ich. Genau, man könnte auch Freundesturniere machen, aber da ich keine Freunde habe, hat das nicht ganz so gut funktioniert bisher. Ich wurde von Leuten angeschrieben, ob ich online bei denen mitmachen möchte im Turnier, aber die Leute haben halt einfach nur Einzelkampf und ohne Dynamics gemacht, das war mir zu langweilig. So, ist die Reihenfolge hier irgendwie wichtig? Kann ich die Pokémon nicht mehr benutzen? Warum haben die so ein tolles Symbol? Wir wollen eh nur kämpfen. Das ist ein Kampfsymbol wahrscheinlich dann. Ja, dass man die einfach nicht mit rausnehmen kann, damit die immer Full Life sind, sich wahrscheinlich in der Zeit nicht ändern können. Das ergibt voll Sinn. Ah, okay. Na gut, dann, auf geht's. Hoffe ich mal, dass das irgendwie funktioniert. Ich bin momentan schon fast gut im Spielen. Also ich bin immerhin schon mal Hyperball-Liga gekommen, habe die Hyperball-Liga erreicht und wurde dort dann von allen zusammengeschlagen. Bis auf einen, wo ich es gerade so geschafft habe. Das sah wunderschön aus, das muss ich zugeben. Ja, genau. Und jeden Kampf, den ich hatte, war unglaublich knapp, auch die, die ich verloren habe. Okay. Die Vorbereitungen zur Teilnahme am Turnier sind nun abgeschlossen. Hey! And now we're searching. Übrigens, jetzt oben siehst du die Werte und die beschrittenen Kämpfe. Das ist schon mal ganz cool. Hoffen wir mal, dass die jetzt einfach nur nach oben geht. Ich weiß auch nicht, ob jetzt gerade Leute spielen. Ich weiß nicht, wie viele Leute mitmachen. Ob ich jetzt einzeln im Turnier bin, damit mein oberstes Ziel schon erreicht habe. Oder ob jetzt nur irgendwelche scheiß Profis hier rumlaufen. Oberstes Ziel. Ich weiß nicht, ob du da drin warst, aber ja, okay. Gegner wurde gefunden. Alles klar, come at me, Xello. Er ist schon mal nicht japanisch. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Okay. Also gegen das habe ich schon häufiger gekämpft. Jetzt mit Kommentieren und Sachen aussuchen ziemlich schwierig. Der hat dieser Floor mit drin, aber interessanterweise keinen Sonnentag. Er hat den Despotar, was letzten Endes Sandsturm macht. Was ist sein Plan? Das ist wie dieses typische Team, ich böllere mehr als du. Und hab dazu noch ein paar Screens mit ab, damit ich mich umbringen kann. Das heißt, sein Crimsnar wird anfangen, der kann vielleicht auch Fake-Outen. Das heißt, der könnte einfach auf Relaxo Crimsnar gehen. Dagegen hätte ich mir letztes Mal fast verloren. Das heißt, wenn ich einfach nur rein böllere, kriege ich Relaxo vielleicht sogar tot. Hoffen wir es einfach mal. Und ich könnte meinen Sweet Sweeper dagegen einsetzen, weil das einzige Feuerpokémon von dem ist Arcanine. Das klingt ganz gut. Das heißt, du kommst mit rein, wirst aufgelevelt, während du Leute umbringst. Notfalls bringst du noch mehr um. Skelabra bringt nicht viel zwangsweise, den ich bisher mit habe. Tentakel, du machst das!
Viel Spaß. Zur Erklärung, er redet immer irgendwie für eine Minute irgendetwas, um sich dann für den Tantel zu entscheiden. Der Tantel kommt immer mit. Oh, nice one. Der Tantel hat auch schon ziemlich viele Spiele gewonnen. Also bevor ich meinen Sweet Sweeper hatte, war Tentantel mein Sweet Sweeper, was sehr viel über mein Team aussagt. Wenn dein Tank dein Sweeper ist. Ey, sie hat Manis Zeug angezogen. Wie kann sie nur mit so einer scheiß Brille? Das sieht erstmal gar nicht so kacke aus. Oh fuck, das könnte Prügler werden. Aber die Spiegelrüstung! Die ist immer so unglaublich valuable. Ja, der könnte einfach sein eigenes Arcanine prügeln. Damit hat er plus 4 Angriff am Beginn, plus 3 Angriff am Beginn des Spiels, was immer sehr ungünstig ist. Dann würde ich einfach kontern, indem ich Protzer einsetze. Well, fuck you too. Wäre absolut tatsächlich eine Option. Problem ist, ich will den anderen groß machen und vielleicht sogar. Aber ich kann nicht so lange nachdenken. Goddammit, dann ballern wir halt rein. Hab ich irgendwas, was. Ah, Angriff senken. Bin gut. Auch wenn ich meinen eigenen Boost erhöhen wollen würde. Das passt schon. Eigentlich wäre gegen Arcanine, gerade wenn es sich groß macht, Skelapron, glaube ich, wichtig gewesen. Da hätte ich einwechseln können für Feuerfänger und für Geisttyp für seine Kampfangriff, falls er sich plus 5 Angriff geben will, weil das voll nötig sein wird. Okay, also um das mal ganz kurz euch zu erklären, ich habe schon gegen Typen gekämpft, der voll mies war, der hatte Arcanine und Whimsicott, also Arcanine auf Deutsch, Arcani, schlossen ab, und Whimsicott habe ich keinen Plan, wie es auf Deutsch heißt, und ist jetzt kein Prügler ein. Arcanine kann die Fähigkeit Gerechtigkeit bekommen oder so, Rechtschaffenheit, was in die Richtung. Und die letzten Endes macht, dass man selber. Bitte, mach einen Angriff in mich rein. Einfach nur so ein Feuerblitz auf meinen Sweet Sweeper, das wäre toll. Ja, heiz ich erstmal. Egal, Prügler auf Arcanine machen. Arcanine hat die Fähigkeit, wenn er von Unlichtantrag getroffen wird, kann seine Angriff um 1 steigen. Was bei Prügler heißt, ey, ich prügel dich 4-mal mit deiner eigenen Faust zusammen. And there we go, killing! Nice! Und das heißt letzten Endes Tod für den Gegner. Weil dein Arcani plus 4, vielleicht plus 5 hat, wenn du noch eine Dina-Faust mit raushaust. Durch den Reflektor! 1-0. Und deswegen Sweet Sweeper. Das ist eine unglaublich geile Kombi, weil der relativ viel aushält. Vor allen Dingen, wenn er ein paar Mal geprotzt hat und dann so ein Freakro meint, ihr müsst den Flammenblitz da rein einsetzen. Ah, schön. Gut, der Sandsturm ist nicht. Weil ich habe eh nur für sich angreifen, der Sandsturm ist relativ egal. Weil ich jetzt gut protzen könnte. Falls ob ich danach noch schnell genug bin. Der muss mich an sich angreifen, das kann er. Ich kann Verteidigung um 1 erhöhen, kriegt noch weniger Schaden, auf plus 2 sollte kaum noch Damage bekommen. Das klingt sinnvoll, bis auf dass ich langsamer bin. Aber passt schon. Und du machst die Stahlzacken einfach nur da rein. Wobei der könnte eine Weakness Policy haben. Ja, der so wird eine Weakness Policy haben. God damn it, I just killed myself. Ich hätte einfach auf Arcani gehen sollen, Kacke. Ja, das ist immer ungünstig, wenn man währenddessen noch irgendwie aufnimmt, streamt, Leuten redet. Das macht man Fehler. Böse Fehler. Große Fehler! Sterbenfehler unbekannt. Exakt, so sieht's aus. Okay, komm, die deine Startsachen. Ja, gut, das deiner Würm wäre vielleicht dann besser gewesen. Weg. Weil so wenig Schaden, der könnte auch irgendwas als Item haben, was nicht Weakness Policy ist. Please don't hurt me. Hey, er hat keine Weakness Policy. Nice. Okay, das war jetzt so ein bisschen. Nice. Bring dich ruhig selber und dagegen habe ich erstmal nichts. Dann kommt mein Protzer. Wieso ist das so langsam, das Disputar? Disputar hat normalerweise. Ja, aber so deiner. Och Gott, dammit, muss das denn sein? Okay, gut, er dachte sich, der will da den Sweet Sweeper nicht mehr draußen haben. Dann war der Protzer gerade 1-4. Dammit. Aber gut, keine Weakness Policy ist gut, er hat Life Orb. Okay. Das heißt, er geht mit der Zeit langsam down. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Arcanine kann ich theoretisch nächste Runde erledigen. Das bedeutet, kriege ich den Tod? Die haben noch keinen. Ich könnte auch einfach sein Despotar one-shotten. Ich sollte mit beiden schneller sein. Er könnte mit Diner War machen. Und auch den kleinen schützen. Das wird so offensichtlich, was ich mache. Ich nehme Intellion. Und hoffe,
die Leute irgendwie tot zu bekommen. Ich müsste nochmal einen Dino-Wurm raushauen können, das sollte Arcanine auch erledigen. Du machst einfach mal aus Bock und Jollerei, der kann deiner Gewitter, habe ich gerade mitbekommen. Das habe ich natürlich absolut vorher bedacht und muss jetzt nicht kurz rausfritschen, damit mein Talion nicht stirbt. So, dumm wäre ich niemals. Alles geplant, weil jetzt soll das deiner Gewitter nämlich in das Tentakel reinmachen. Watch me play him like a guitar. Ich hole schon mal meine Luftgitarre raus. Bitte kein deiner Brand, bitte kein deiner Brand, bitte kein deiner Brand. Okay, erstmal noch weiter seinen Angriff weiter senken, because du hast eh noch nicht zu wenig. Wenn ich gerade was danach noch mit rauskommt. Okay, gut. Der wird schwächer, das will ich sehen. Es könnte natürlich auch ein Spezialangreifer sein, das weiß ich jetzt noch nicht. Deiner Gewitter. Damn, damn, damn! Damn, damn, damn! You get destroyed, bitch! Okay, noch hat er das große Vieh und ich bin gleich ein bisschen kleiner. Aber danach! Aber dann würde es destroyed werden. Sehr schön. Okay, was ist dein letztes? Jetzt die große Frage. So ein Togekiss wäre vielleicht etwas ungünstig. Ja. Ist jetzt nicht viel besser. Wobei der ist so gerade relativ langsam, kann nichts gegen mein Tentantel ausrichten. Das heißt, ich muss nur noch Despotar wegbekommen, hätte gewonnen. Weil Venusaur so auch sehr gut zusammengeschlagen werden kann von meinen Interior. Das bedeutet, ich könnte hier einfach verwurzeln, weil der Kampf etwas länger dauern könnte, oder ich mache erstmal das große Vieh tot. Ich mache das große böse Tier tot. Wobei der wird langsamer sein. Ich würde meinen Schlag abkommen, der wird auf Katapultra gehen. Das bedeutet, ich greife darin an und sage, er gegen Katapultra. Ich würde einen Bodenangriff machen. Knirscher. Das ist Knirscher. Knirscher! Goddammit, ja. Warte, ich bin, schneller, ne? Goodbye, my friend! What nice to see you! Ja, genau, dann müsste er theoretisch seinen dritten Zug komplett wasten, weil es einfach in Katapultra reingeht. So weit, so gut. Hat Tentantel angegriffen? Jawoll! Wieso greift der Tentantel mit dem Schlafpulver an? Ah. Schlafpulver geht doch nicht weiter, oder? Nee, Schlafpulver geht nur auf einen. Und, ja, Sandsturm macht natürlich dem Typen Schaden, der unter der Erde ist. Sehe ich genauso. Man würde aber jetzt einen Knirscher darauf machen, damit geht grundsätzlich wahrscheinlich der Tod. Gigasauger wird ihn nicht umbringen. Das heißt, jetzt wäre eigentlich Zeit für Verwurzeln, damit ich nächste Runde dann mein Schutzschild raushauen kann. Weil vielleicht überlebt er auch, das ist auch nicht schlecht. Dann mache ich jetzt die Drachenpfeile, die sollten nach dem Gigasauger töten. Dann machen wir es so. Der sollte keinen Feuerangriff mehr haben. Und selbst wenn es ein Sandsturm ist, sollte eigentlich passen. Weil das letzte Endes ist kein Sonntag oder sowas, das meinte ich. Das ist dein eigenes Elektrofeld! Hast du vielleicht mal drüber nachgedacht, was du spielst? Junge, gut, dass ich das gewinne. Wäre peinlich, wenn nicht. So, oh goddammit, wer ist der Rockslide? Der ist away. Staggern wir halt noch ein bisschen. Das ist trotzdem ein ziemlich easy win. Also ich choke jetzt komplett, aber das kann auf das Schlafpulver kommen. Der einen Angriff, das ist Drachenpfeil, das ist der Tod. Und selbst wenn der einen Schutzschild machen, irgendjemand geht Drachenpfeile beide auf den anderen. Deswegen ist Drachenfeld eigentlich ein ziemlich guter Angriff für diesen Moment. Falls der überhaupt Schutzschild und Repertoire hat, das weiß ich nicht. Wobei der, wenn er Turnier mitmacht, soll das eigentlich haben. Er denkt, und er wird ins Gesicht geschossen. Hart. Aber der Reflektor ist noch da. Nur halb so hart, okay, sehe ich ein. Metrologe. Oh. Oh. Das macht ja beinahe 30 Schaden. Oh, warum auf Tentantel? Was hat dir meine Tentantel jemals... Was hat mir dir meine Eichel jemals getan? Okay, sie hat gerade dein Pokémon umgebracht. Aber was hat es dir sonst jemals getan? Übrigens, Beulenhelm und Eisenstacheln, geilste Kombo, die gibt. Ja, ne, da hat er halt eine... You did this to yourself. Dann hat er sich selbst umgebracht. Wenn du einfach so wütend auf die Eichel eines anderen bist, dass du einen Wutanfall da reinschleuderst. Okay, da hat mich tatsächlich auch so ein bisschen sein eigenes Elektrofeld ein bisschen wie gerettet. Das kann man auch mal machen. Okay. Ich könnte jetzt auch die Kehrte, der hat 600 Damage. Das wird tot sein, wenn was bisher rauskam. Er kann mich beide erledigen. Ja, Kampf wird aufgegeben. Woo! First win! Victory! Xello, geh zurück auf deinen Platz. Yo, ich kann reimen und so. Bitte hör auf damit. Bitte hör einfach auf damit. Geht klar, geht klar.
Also mit weiterkämpfen. Wenn du bei Daumen Statistiken aufgeladen sind. Von mir aus. So, ich habe 16 Punkte bekommen. Hey. Da freut man sich doch. Das ist gut, ist das schlecht? Ich kenne euch, ich habe 1500 gestartet. Also, weiß ich, vielleicht waren es die letzten Punkte, die Xello hatte. Das kann natürlich auch sein. Egal. Das werde ich am Ende sehen. Es gibt bestimmt irgendwo eine Rangliste. Ey, der hat auch 1516. Man könnte annehmen, er hat auch einen Kampf gewonnen. Okay, dieser Kiefer ist unglaublich hart und stark. Usain Goldfish, falls jemand das nicht mehr gesehen hat, der ist unglaublich gut. Erkennst du das an der Gelbe von Farbe? Ich glaube, die Farbe wird hier einfach nicht angezeigt. Danach das, der Affe ist auch scheiße. Der hat Whimsicott, das ist ein schnelles Team. Ich könnte versuchen, auf Trick Room zu gehen. Muss dafür eine Runde opfern. Kriege ich den dann noch tot? Ich könnte es mal probieren. Weil wenn ich verliere, verliere ich halt. Aber, if I die, I die. Krass, wer Trick Room erwartet. Dafür wäre es ein Limbrun, sind wahrscheinlich schon. Dann müsste ich es verteidigen. Wenn der Whimsicott anfängt, der könnte auch Verhöhner machen. Das ist vielleicht wieder schneller als Seitentausch. Und ich bin eine komplette Runde. Gehen wir mal ein bisschen aggressiv mal mit rein, dass der Katapultra forcen muss, damit nicht einer von ihm stirbt. Ja, und dann, wenn es durchkommt, ist halt der Tanten super. Jetzt die Frage, ist Kramor oder Skelabra? Eigentlich ist Kramor gegen alle gut und kann von niemandem getroffen werden. Das ist irgendwie so Kramor, oder? Weil tatsächlich ist Skelabra hier besser wäre von den Angriffen her. Allein, was er tot machen könnte. Das regt sich gerade drüben auf, wenn man sein Pokémon spielt. Okay, gut. Hi ho boys! Warum hat jedes meiner Gegner-Pokémon Giga Drain? Tut mir leid für deine Steinkante. Aber guck mal, der ist jetzt schon erschrocken. Steinkante! Mit was denn sonst? Zur Erklärung, ich hatte ein Lavita Level 1 gekauft und ein Poké-MMO und einfach nur aus Gründen wollte das auf Level 1 Steinkante! Okay, es sieht mir. Sieht mir sehr nach normal oder Stahl aus. So von der Farbe, es ist irgendwie nix. Jetzt kann ich nicht tauschen. Es ist Stahl. Nein, es ist normal. Ich will einfach auswechseln. Ja, der wird wahrscheinlich. Predictor jetzt einfach mal. Dass der jetzt anfasst, ist hat noch nie, ist das schief gegangen. Dass der reinballert mit seinem Tailwind, aber das hier wird nicht aufs Galabra, auf Katapultra gehen. Das bedeutet. Ich könnte die Drachenfeuer auf Amigetto reinhauen. Wenn dann beide auf den gehen und ordentlich Schaden reinfallen. Also selbst wenn er Slamton angreift, muss er selber dafür ein Damage einstecken. Er wird es wahrscheinlich groß machen. Und er macht sich groß. Pass auf, Whimsicott! Das wird jetzt giganter Max. Okay, gut. Weiß ja auch nicht, was der alles kann mit seinen komischen Semi-Legendären da drüben. Außer durchaus relativ cool aussehen. Jeden Angriff, der irgendwie Klauen beinhaltet. Da ist der Rückenwind. Okay, soweit so gut. Das ist kein Verhöhner. Ich muss nur überleben. Ich muss nur eine Runde überleben. Und er denkt sich so, deiner Spuk. Das geht. Der ist. Au! Das war überleben. Okay, der hat das Gesauerraum belegt. Jetzt gut, er hätte ich Skelabra rausnehmen sollen. Schade. Und der ist vor allen Dingen schneller als mein Tragapultra. Was fast schon auf eine Wahlschale hinweisen würde. Oder was ähnliches. Okay, das ist belastend. Der Tante? You can do this? I guess? Ja, ansonsten weiß ich nicht, auf was er geht. So habe ich zumindest die Sicherheit, er wird Katapultra angreifen. Wupp, wupp. Aber nee, Rückenwind. Scheiße. Ja, der Rückenwind eher rausbekommen. Das ist klar. Weil Rückenwind halt direkt wirkt. Kriege ich das Vieh tot, wenn der einfach nur losballert. Das ist schon ein bisschen scary da drüben. Weil ich so gar keinen Schaden gemacht habe. Soll ich Vollend gehen? Vollend hat noch nie geschadet, oder? Wie gesagt. Vollend hat noch nie geschadet! wobei ich dann fast schon dich angreifen sollte. Bis der da drüben wieder kleiner ist. Das heißt, wir gehen damit Vollend ein, damit du auch nicht nochmal einen neuen Tailwind bekommst. Und mit den angreifen. Wie gesagt, der ist schneller. Tragapultra gerade nicht verlieren, das wird sonst ein One-Hit sein. Vor allem mit minus 1 Verteidigung. Ja, auf jeden Fall. Na ja, dann, nehmen wir mal mein alternatives Katapultra, etwas schwächer. Oder speziell sagen wir es so, es ist nicht zwangsweise schwächer, es kann trotzdem One-Hitten. Let the Vollend begin! Scheiße, Mann, ich fühle mich immer schlecht, wenn ich das mache. Ich weiß gar nicht wieso.
Vielleicht weil mein Damage-Output nur non-existent ist. Gegen ein Böller-Team. Ha, ja, ich hätte gerne Kramo gehabt. Das wäre jetzt auch halbwegs sinnvoll gewesen. Oh, mach halt einen Verhöhner. Ich wollte dich sowieso zusammenschlagen. Okay, das war mein Fokus-Dash. Das sehe ich ein. Ja gut, das war zu erwarten, deswegen habe ich den Dreierpunkt rausgenommen. Der wird mich einfach komplett wegsweepen mit den ersten beiden. Sein Live-Orb. Ja genau, der hat definitiv ein Live-Orb, hat gerade eben abgezogen, das heißt der war schon schneller wegen. Ich habe ein Fokus-Feld. Wegen, genau, wegen Rückenwind. Okay, jetzt habe ich mir jetzt gelabert, mit 1 HP hat jetzt ein bisschen mehr Leben. Nice! Das wollen wir schon immer mal hören. Hau ich den komplett raus? Ich glaube, das ist meine einzige Chance. Am besten noch mit deiner Flora, damit, falls er wechselt, was da kommt, wird halt geschädigt. Und vielleicht kann ich dich ja doch so kurz eine Runde am Leben lassen, weil der eigentlich gegen den Tante nichts haben sollte. Außer er greift jetzt mit beiden an, das ist natürlich auch eine Option. Komm schon, lass den Seitentausch kurz mir das Spiel gewinnen. Ha. Okay. Zumindest die Trugträne kommt nicht an. Das heißt, er wollte den schwächer machen und greift mit deiner Düse, damit er dauerhaft schneller ist. Ah! Er wollte den Tantel haben. Goddammit! Hätte ich das mal gewusst! Ja, jetzt muss das halt regeln. Ich habe. Das ist ja absolut unproblematisch. Ich habe vollstes Vertrauen hier. Ich meine, jetzt landet er da drüben und physisch angreift. Das habe ich jetzt plus 1 nach der Runde plus 2. Verteidigung. Boah, ich flutsch. Und dauerhafte Heilung. Theoretisch könnte ich ihn auch tanken, wenn er nicht noch 3 andere Pokémon haben würde. Ich bin der Meinung, ein Amigetto sollte verboten werden. Was eigentlich ist für jeden Pokémon, was mich einfach One-Hit wegmacht, okay? Okay. Ich meine, es war eine sehr effektive Attacke von einem Dynamax-Pokémon. Ja, ja, okay. I guess, das ist okay. Kann man mal machen. Und hätte jetzt auch, dass ich das alles auch wieder durchziehen können, nur mit Tragapultran, ohne Dynamax und jetzt Tragapultra als Option groß zu machen. Egal! Voll It ist immer die bessere Wahl. Immer! So, apropos Voll It. Ich kann mit Drachenfeuer nicht auf beide gehen. Ich bin. Wie lange bin ich noch langsamer? Konnte ich die Runden ausnahmsweise fast. Leute, falsche Seite. Ah, eine Runde zu spät. Das ist kacke. Das heißt, Phantomkraft bringt mir gar nichts, außer dass ich dumm dastehe. Ich glaube nicht, dass ich eine Runde mit ihm überleben werde. Ich habe leider keinen Schutzschild auf den, das würde jetzt helfen. Dann muss der halt erstmal reinballern. Und du holst dir, I guess, noch mehr Verteidigung. Falls irgendwas überlebt. Okay, er ist ein spezieller Angreifer. Dann bringt meine Verteidigung ja richtig viel. Er ist beides? Ja, das gerade war ziemlich speziell. Und es kann sein, dass man sich. Also normalerweise macht man online immer eine Fokus auf ein was. Well, that's actually pretty helpful. Thank you a lot. Also wenn er sich selber umbringen will, dann gerne. Hab ich erstmal nichts dagegen. Dann kommen ja Drachenpfeile rein. Die sollten links hart Damage machen, rechts so okay. Und ich war wieder langsamer als er. Jetzt Rückenwind weg. Jetzt ist Rückenwind weg. Jetzt ist Rückenwind weg! Mit den nächsten und Drachenpfeilen machst du einfach beides. Ja, es sei denn, der wechselt irgendwas schnelleres ein. Aber sein Speedbuff ist auch weg. Das heißt, jetzt soll Dragapult schnell zu sein. Außer er hat diesen scheiß Affen noch mitgenommen. Nee, den Affen mitgenommen hat er nicht. Dann bin ich auch von, also bin der Wahlschall genommen, was das einzige Sinnvolle bei diesen Affen ist. Okay, nicht der Affe, nicht der Affe, nicht der Affe, nicht der Affe, komm schon! Ja, ich weiß, dass alle meine Leute geheilt werden! I get this! Okay, Verhöhner wirkt nicht mehr. Hey! Ich kann mit der Tantle wieder ballern! Nein, warte, mal nicht ballern! Übrigens hat gerade mein Tantle sein Amigento ausgemacht, ne? Mein Sweeper hat gesagt, es ist der Scheißaffe! Die Frage, ob der Zen-Modus drin hat oder der, die Affen-Fokus. Also so oder so, würde die einzige Rettung, die ich habe, ist zu gehen. Der wird auf den Tantle gehen. Ich muss den Affen tot bekommen, wobei, der bringt sich theoretisch selber um, wenn ich ihn einmal angreifen lasse, wenn er an mich geht. Aber den Schaden kann ich nicht aushalten. Geh mal da rein. Wäre eigentlich sinnvoll. Eigentlich wäre es sinnvoll, wenn der wirklich einmal angreift. So viel Schaden war das nicht. Wenn ich einfach sage, Affe vergaffe. Affe erwache! Nein, eben nicht erwache! Oh, da kommt der Eisdieb. Ja, das war tot. Okay, schade. Ungefähr erkennst du so ein Eisdieb, Alter. Ja, okay. Ja, stimmt.
Der bringt sich selber um. Komm schon, Beulenhelm, come through! Jawoll! Er hat sich selbst getötet! Sehr gut, das ist wieder mein Ton weg. Okay. Wunderbar. Oh mein Gott, wenn er mich schlägt, ist er tot! Oh mein Gott! Und er hat bloß den Eisheap, also. Ja, vielleicht macht er wahrscheinlich viel Schaden. Ich würde einmal noch Schutzhit machen, ja, bringt sich immer noch selber um und ja. Dann ist es zumindest kein Draw. Also nee, how about nope? Bitte, Köse, bitte nicht meine Eichel schlagen. Es tut uns beiden weh. Vertrau mir. Ich glaube, dir tut es mehr weh. Nicht in dem Fall. Tut mir so. Ja. Yes. Okay, das ist, wieso wie es gerade aussah, immer noch tot. Ich könnte vielleicht den Schlag übernehmen. Und das hängt jetzt alles davon ab, wie hart der zuschlagen kann. Also, soll ich einen Doppelprotect probieren? Damit ich noch sicherer durchhalte? Naja, dann stirbt er aber nicht mehr. Sicher? Weil ich kann danach dann nochmal angreifen. Ah, außerdem. Okay, also all in but win. Okay, komm schon, mein Eiche, du musst das aushalten. Stahl, hart! Das ist easy. Das war nicht mal knapp. Jawoll, zwei in Folge. Oh, nice, da kommt meine Siege rein. Not even closer. Hast du sogar einen Schussschild sparen können. Ja, wahrscheinlich. Egal. Okay, da hat sich selber umgebracht. Mit den Affen. Gleich doch, mein Tentantel hat übrigens jedes Pokémon des Gegners getötet. Jedes! Sweet Sweeper confirmed. Alter. Okay, und so kam ein... Ja, übrigens jeder Sieg gibt einen 16 Punkte, wie es momentan aussieht. Gegen gleichgelevelte. Warum auch immer 16, aber hey, was soll's. Wahrscheinlich, weil man es gut halbieren und vierteln kann. Was einem was bringt, wenn man immer 16 gibt? Ja, ich würde denken, dass wenn der wesentlich besser ist als du, kriegst du halt mal 1,5 und wenn der schlechter ist, dann durch 2 oder durch 4, ja, irgendwie viel schlechter. Würde ich. Was soll das Pipi? Metronom. Es wird nicht Metronom! Es ist die Metronom-Guillotine in dein Gesicht. Es wird nicht Metronom-Guillotine. Definitiv nicht. Hoffst du? Weiß ich! Never macht der sowas. Okay, der wird wahrscheinlich grundsätzlich hier gegen alles wieder mit dem Tentakel ganz okay. Wie immer. Ja, ansonsten alles. Das heißt, ich muss auf jeden Fall Skelabra mitnehmen. Und eigentlich wäre wirklich Inteleon am Start relativ nice. Die Frage ist, Kramor so mit Schutz von Inteleon sollte gehen. Vor allem, wenn ich dann noch Skelabra in der Hinterhand habe, falls es kacke wird. Und ein Tentantle, because Tentantle fucking OP. Oder vielleicht in dem Fall doch eher... ich könnte Katapultra mitnehmen. Das sollte gegen alles davon sinnvoll sein. Es tut mir leid, Tentantle. Ich muss den eigentlichen Sweeper reinnehmen. Der eigentlich dafür geboren wurde, aber sich dann dachte, ach, Schatten sind auch ganz cool, ich verschwinde mit Phantomkraft. Oh, einen perfekt rennen. Es platscht zu schnell. Oh, verdammt, sie hat japanischen Namen schon verloren. Alles klar, I'm out of this. It's the end. Okay, von mir aus. Okay, oh, in schwarzem Leder. Nur Leder. Was soll dieses Pipi? Ich könnte Schilder einsetzen, das ist eine Option, die ich mir vorstellen könnte. Es kommt kein Metronom! Da bin ich mir sicher. Von allem, was ich hier weiß, dass kein Metronom kommt. Vielleicht ein Follow Me, damit der Protze einsetzen kann. Apropos, weil ich keinen Plan habe, was kommt, setzen wir erstmal Protze ein. Er könnte. Egal, wer du bist, ich bin härter! Exakt. Okay, er könnte sich groß machen und dann deiner Nahkampf machen. Also deiner Faustschlag, um Angriff 1 zu erhöhen. Oder er macht jetzt Pipi groß. Okay, gut, dass das nicht groß wurde. Da hätte ich echt nicht gewusst, was ich tun soll. Ich habe ihn auch schon mal gegen den Pixie verloren. Weil das einfach eine unglaubliche Attacken-Variety hat. Oh mein Gott, das hat Pipi wahrscheinlich auch, ne? Ja. Kommt gleich ein Flammenwurf raus. Pipi hat dieselbe. Er kommt das Spotlight. Okay, gut. Jetzt kann ich getrost ignorieren. Because fuck you, that's why. Das macht mir keinen Schaden, weil es ein scheiß Vogel ist, der eine tanky as hell ist. Deine Düse, wär's mal schneller sein. Okay, das sehe ich ein. Oh, fuck. Okay, das wusste ich nicht. Ha, kacke. Okay, gut zu wissen. Das Spiel kann auch. Ich habe noch nicht so häufig gegen Kramor gekämpft. Ich habe es nur selber eingesetzt und habe da nicht mit One-Shots gerechnet. Egal, Protzer. Woo!
protzt dich rum, während dein Freund gerade vernichtet wurde. Das klingt doch nach einem tollen Plan. Wie sicher sind wir uns, dass der da drüben keinen Schwächenschutz hat? Eigentlich sehr, oder? Keiner ist so vollend wie ich. Keine Ahnung. Niemand ist vollend wie ich, haut so weg wie ich. Wobei, theoretisch auch Katapult reinsetzen sollte. Sollte auch mit plus 1 Geschwindigkeit immer noch schneller sein. Egal. Ich werde aber nicht One-Hit machen, das weiß ich. Aber da werde ich One-Hit machen. Ja, außer es kommt ein Spotlight. Was immer noch eine Option ist. Das bedeutet, wir hauen erstmal das Spotlight raus, was wahrscheinlich eine Focus-Sash hat, was kacke ist. Aber, nichtsdestotrotz, Stahlflügel trifft wahrscheinlich nicht. Ja, weißt du was? Wenn der seinen Sweeper aufbaut, dann baue ich meinen Sweeper einfach stärker auf. Ich habe jetzt schon einen Wert höher als er. Nein. Doch. Protzer. Ja. Ja, okay. Mind Games. Er kann mir schon keinen Schaden mehr machen. Übrigens, warum ich das Ganze habe, ist hier, der mein Let's Play Nuzlocke Schwert und Schild gesehen hat, weiß es bis zum Ende gesehen hat, weiß das. Überheblichkeit. Das ist einfach nur die Klatschangriff schlechthin. Der Klatschangriff. Überheblichkeit. Wenn du einmal genügend Werte oben hast. So die Frage, ob der mich jetzt zusammenschlagen will oder nicht. Wie wär's denn einfach, was weiß ich, jetzt nochmal deiner Nahkampf probierst, um Angriff zu stärken und das zufällig immer ins Galapagos rein? Ah, nein, er düst weiter. Aber ins Galapagos rein. Okay, das ist das Beste, was passieren konnte. Wunderbar. So. Und dafür ist Seitentausch gut. Auch wenn der jetzt sich denkt, er ist fastes Fachboy. Jetzt hier übrigens auch wieder ein Flugpunkt relativ schön. Ich brauch nicht mal den Fokus, Gott! Mein Gott! Also, du vielleicht zu gut, wenn ich nicht dabei. Ist wahrscheinlich nicht drauf zu gehen. Macht's jetzt nochmal Spotlight? Der ist eigentlich schneller gerade. Das hätte ich vielleicht vorher gucken sollen. Ich glaube, mein Kramo ist schneller als. Ist langsamer. Das ist ungünstig. Das bedeutet. Ich kann jetzt nochmal Startsachen machen. Ich meine, warum nicht? Die werden dann vielleicht hier. Die werden nicht mehr abgelenkt. Könnte auch einfach versuchen, hinterher zu düsen. Das ist auch nur. Machen wir seine Verteidigung niedriger. Und dann machst du den Flammenwurf, weil egal was der Gegner raushaut, dann ist das zumindest weg. Also, wenn das Spotlight kommt, dann gehe ich halt auf Pipi. Ah! Nice! Predicted! Nur, dass er jetzt zweimal schneller ist, als ich als einen Rotom Schaden bekommt. Aber ansonsten absolut predicted. Dann macht seine Rotom schneller. Mein Fokusgrund ist kaputt! Das muss doch jetzt nicht sein! Schild! Okay, dann hätte ich vielleicht doch über die Düse auf mich. Egal, Flammenwurf. Okay. Und theoretisch mit Überheblichkeit, das Ding sollte fest sein. At least something. Ah. Ist das dein Ernst? Nein, das ist ein Deadlift. Oh, scheiße. Und er hat eine Spiegelrüstung? Fuck! Fuck! Natürlich eine Spiegelrüstung, ich hab die doch auch. Jetzt ist er auf jeden Fall schneller als ich. Der könnte mich mit 1 niedriger Verteidigung sogar umbringen, ziemlich sicher. Hast du schon überlegt, dass einfach. Wird da der nächste reinkommt, getroffen. Scheiße, was soll der machen? Könnte auch Skelabra wegkommen, weil das gerade die größere Probleme ist. Er könnte mit jedem einmal angreifen. Dann muss ich ihn einfach durchlassen und einfach sagen, ich mach. Der ist relativ egal, wenn das dann so durchkommt. Das heißt, warte, ich habe nur einen Seitentausch. Hat den schon vergessen? Mann, ich kann mich so schnell im Denken. Lass mir doch Zeit. Seitentausch oder nicht. Vielleicht prediktet er ihn auch. Er prediktet ihn. Ja, goddammit! Ah, ist das stressig hier. Oh. Der kann auch Rückenwind. Okay, und er dachte, es kommt ein Seitentausch. Oder er hat einfach beides abgecovert, weil er als damit tot gewesen wäre. Aber egal. Das heißt, der scheiß Krabbo lebt immer noch. Okay, leider dunkel. Hi. Was mir jetzt gerade egal ist, weil der eh schneller ist als alles, was ich habe. Aber absolut außer der Überheblichkeit. Das weiß ich nicht. Ja, weil ich dumm bin. Dammit. Ich hab schon wieder die Spielrüstung vergessen. Ja, sag das doch eher. Hilf mir doch mal. Ach man, das war dumm. Ja, sehe ich ein. Nein, weil ich den Rücken mit nach. Fuck, dann ist Kramer tot.
Kann ich mir austauschen, Protzer bringt mir hier nichts. Ja, well, fuck, vielleicht trifft der Gegner ja einfach nicht. Scheiße. Ja gut, dann habe ich das verloren. Okay, gut. Das, ja, das, ich hätte nicht mehr doppelt Negativverteidigung geben sollen. Okay. Au! Uff! Okay, das, der hat aber auch einen Angriff drauf. Okay, da kommt der Dönerblitz mit minus 2 und das hätte ich wahrscheinlich überlebt. Ja, so nicht. Tatsache, dass wir jetzt Pokémon haben, ist natürlich das belasteste von allen. Egal, das ist auch weg. Schauen wir mal, was jetzt Pokémon gewesen wäre. Das ist ein 1v1. Ohne Rückenwind hätte das nochmal geklappt. Wieso hat Kalabra den nicht umgebracht? Das war so knapp. Ah, Scheiße. Okay, gut. Hat mal ab und zu. Wenn es jetzt einfach irgendwas ist, was nichts einsetzen kann. Hat er nicht vorhin das Pipi zurückgerufen? Das ist das Pipi. Hat das Pipi irgendwas, das mich weghaut? Oh! Oh, der. Ach, es hat noch. Ah. Ich habe es sogar vergessen. Ah, okay, never mind, I'm dead. Okay, gut, dann brauchen wir das auch nicht viel weiter rausziehen, außer ich kann mich kurz phantomkraften. Ich habe. Ja, okay, gut. Für mich war das Pipi schon tot. Er macht trotzdem ein Spotlight. Ich werde trotzdem nicht schneller sein als das Klurak. Nicht mit Rückenwind. Meine Hitzewelle könnte ich sogar überleben. Actually, I'm surviving this. Obwohl er Life Orb hat. Das ist, ich hätte vielleicht sogar direkt Drachenpfeile machen sollen. Das wäre vielleicht sogar tot gegen Kurak gewesen. Und dann. Ja, deswegen hätten beide Kurak getroffen. Und dann hätte ich theoretisch danach. Warte mal. Es kann aber sein, dass er jetzt einen Schutzschild mit Kurak macht, nach dem Motto: okay, ich werde noch nicht getroffen und sterbe nicht. Ich hoffe sehr stark, dass er mit beiden einfach einen Schutzschild macht. Das wäre nämlich dann mein Sieg fast schon. Ich habe Rückenmitleid nicht mehr mitgezählt. Macht Spotlight. Ah, okay, gut. Nevermind, Chance hat der auch noch. Ja, gut, dann. Warte, wenn jetzt, genau jetzt, der Rückenwind aufhören sollte, was natürlich mein Plan war. Come on, turn the radio on. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, komm schon. Oh, come on, Drachenpfeile in sein Gesicht. Das ist ein Glurak, das könnte reichen. Come on, come on. Drachenpfeile, you can do this, Ragapultra! Das reicht nicht. Never, never. Du musst Hitzewelle jetzt noch nicht treffen oder so. Na, schade. Sehr, sehr schade. Oh. Das war wirklich knapp. Und das gegen den Japaner, ne? Das. Du hast ja die Live-Op noch umgebracht. Schade. Ich trage wohl ein bisschen mehr auf Angriff trainieren sollen. Goddammit. Aber gut, aber 2 zu 1, das ist ja eigentlich schon mal machbar. Wie viele Punkte verliert man, wenn man mal verloren haben sollte? Übrigens knapp 3, mal so ein bisschen mitzählen, dass ich weiß. 14. 14 habe ich verloren. Ja. Okay, das heißt, ich verliere weniger als ich bekomme. Er ist dann. Weil der besser war als du. War nicht? Er hatte nur Glück gehabt, aber er hätte mehr Punkte. Warum hat Mario auch so viel Schätze gegen die Leute in meiner Regel kämpfen? Ah, Trikot. Aber ziemlich hart. Und mit All Creamy. Oh mein Gott. All Creamy mit Rico. Nice. Das ist mies. Okay, der wird, wenn dann mit Zwirk Room anfangen, dann kann ich selber Trick Room mit reinnehmen. Ich kann Out Trick Roomen. All Creamy muss so sterben, wie schnell es geht. Hat Angriffverzierung, gibt seinem Team Pokémon plus 2 Angriff plus 2 Spezialangriff. Ohne Nebeneffekt. Einfach so. You are the Sweeper now. And I can do this how often I want. Hier noch eine Erdbeere, da noch eine Erdbeere. Wunderschön. Das heißt, Katapultra hilft auf jeden Fall dazu, schauen, was ich vorne haben will. Theoretisch kann ich mit Inteleon nochmal probieren, da ein bisschen was reinzuballern. Der unten Feuer-Pokémon, nix Lapras kann theoretisch einen Donnerangriff. Kriege ich noch irgendwas tot, wenn ich den schon draußen habe? Damit erstmal aufsetzen, das dauert zu lange. Meine Tentakel, das sind fast nur physische oder schwache Pokémon. Eigentlich ganz gut. Nicht vorne. Okay, ich habe eine Idee. Die wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil sie gerade ohne Plan entstanden ist. Aber ich habe eine Idee. Und was brauche ich dann noch, um da Leute zu töten? Kramo, Inteleon, Skelapras. Skelapras bringt mir nicht viel hier. Wobei.
Weiß, glaub auch mit einer Scheiße viel. Dann habe ich theoretisch gegen das Relaxo zwei Dinge. Also die Frage, ob auf Relaxo geht oder auf Lapras und Creamy. It's a me, it's a Mario! Goddammit. Ich finde übrigens unsere Karte immer noch super. Die Emoji-Karte ist einfach best. Okay, das Klops und Snorlax. Okay. Das heißt, wird Bauchtrommel definitiv in der ersten Runde machen, kombiniert mit Bizarro Raum. Das heißt, ich habe eine Runde frei reinzuballern, wie ich möchte. Kriege ich Relaxo First Round tot? Weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt gerade keine Spiegelrüstung da. Ich kann da hier mal ganz kurz Verteidigung senken. Oder Angriff. Angriff bringt nicht viel. Startzack, meine Verteidigung erhöhen. Auch nicht toll. Da schaut, dass ich mich nicht selbst verstärken kann. Dann würde ich eigentlich erstmal in deiner Spuk reinhauen. Ist. Ah, nevermind. Wusste ich. Drachen dann in deiner Wurm da drauf, um zu machen, möglichst schnell stirbt. Und dann etwas sagen. Wie wäre es, wenn ich deinen Bizarro-Raum. Bringt er jetzt mein. Ah, oh, fuck, wenn der jetzt auch Bizarro-Raum. Also, wenn er jetzt nicht einsetzt, Bizarro-Raum dann da und ich glaube, es ist angegriffen. Oh, shit. Shit, call it, komm schon. Bitte einfach das Clutch-Play. Das werden wir leider erst am Ende der Runde erfahren, was ungefähr jetzt gefühlte Stunden dauern wird. Aber, also entweder er playt mich leider Gitarre und er hat verdient zu gewinnen. Und ich tue dasselbe mit ihm und ich habe verdient zu gewinnen. Spannung steigt. Erste Runde Game entschieden eigentlich. Ja, erste Runde Game entschieden, exakt. Und warte, jetzt kommt wahrscheinlich erstmal mein Dynaburm. Genau, der ballert erstmal rein. Wow! Neat! Not bad! Das ergibt Sinn. So, dann, was macht das Relaxo da drüben? Bisschen auf seinen Bauch rumtrommeln oder Beere essen? Er kann nicht Bauchtrommeln, wenn er jetzt Bauchtrommel einsetzt. Nee, der kann sich 50% heilen. Macht er nicht. Bauchtrommel? Nicht mehr. Achso, oh, okay. Er macht Irrlicht. Okay, dann komme ich jetzt sein Bizarro aktiviert. Wuhu, wuhu! Gern geschehen, mein Freund. Aber ich habe mich ja halt probiert. Das ist Mittelding. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich gewonnen oder verloren habe. Gut. Aber was wir machen können, jetzt sollte auch mein Slam-Punkt, glaube ich, schnell sein. Wir könnten theoretisch den hier weghauen. Ein bisschen Slam-Punkt aber umgehen, das weiß ich nicht, ob es das schafft. Dann machen wir erstmal mich stärker. Das ist das Einzige, den ich habe, der mich stärker macht, deswegen machen wir das so. Und den Zauberschein da einfach rein. Hätte ich auch Gedanken gut machen können. Das war die Runde für Gedanken gut. Mein Slam-Punkt ist schneller als beide? Langsamer. Langsam, ja, klar, aber okay, ja, 50 Schaden, das kriege ich hin. Relaxo tut wahrscheinlich da auch reinballern, das war nur um den Fokus durch kaputt zu machen. Ja, yep, exakt. Was hat getan, was es tun? Oh mein Gott, es lebt noch! Das wird das zerlegen. Das war durch den Angriff minus 1. Boah, bin ich schlau. Easy. Alles geplant. Das muss so. So wie zum Thema First Round Win. Never mind. Okay, das Problem ist, dass mein schöner Sweeper. Ich habe nur Sweeper übrigens. immer der, der gerade groß ist, mein ernannter Sweeper. Halbierten Angriff hat. Das Irrlicht war ziemlich hart. Aber ich kann damit zwangsweise mal mit Slampum angreifen. Wenn das irgendein Spezialangreifer kommen würde, wäre das schön. So eine Magieflamme kann man ja mal machen. Was? So eine Magieflamme kann man ja mal machen, ne? Ja, absolut sicher. Du kriegst in deiner Schwarm da rein. Das ist das, glaubst du, da stehen bleiben. Das brennt ein bisschen rum. Sollte jetzt nur am Ende, wenn ich nur noch meinen kleinen habe, schlimm sein. Ansonsten der minus 2 Spezialangriff, der macht Lapras halt gar nichts, außer dumm aus der Wäsche schauen. Also hier ein Magieflamme in dein Gesicht. Wahrscheinlich könnte er immer noch groß machen, ne? Warum hat das nicht getan? Die Aurora wäre jetzt sinnvoll gewesen. Okay, ja, das ist weg. Leider. Immer 50 Damage. Gut, dass wir nicht alle 500 sind. So, ja, der Eisstrahl sollte mich nicht jucken. Mal drüber lachen. Dann noch weniger spezielle Griffe, das klopft. Damage non-existent. Gut, dann wäre jetzt die Chance für Kramor. War ich schlau genug, das mitzubringen? Bitte. Ah, hab ich nicht. Okay. Wenn ich groß mache, kann ich nicht beide angreifen. Dann habe ich überhaupt genügend Schaden, wenn ich verbrannt bin. Und sonst kann ich das Tantenleben wieder auf Ausdauer gehen. Ja, das gelacht war da rein. Hey, Grüße an Mofudo, willkommen im Stream. Hi, Torian. Hey, hallo.
Okay. Okay, come on, wie machen wir das jetzt? Ich könnte den theoretisch auswechseln, das ist mal ein Trick, ich bin immer noch langsamer. Das heißt trotzdem. Der macht zu wenig Schaden. Wenn Skelabra aus einem mit beiden angreift, soll das aushalten. Ja, theoretisch wäre jetzt sein Move. Labras groß machen, Gigamelodie auf meinen. Ne? Und dann hat er Doppelschutz und wird nicht sterben. Das ist eine Option. Damit ich das möglichst gut kontere, müsste ich Tentakel reinholen. Und danach kannst du eigentlich losballen. Du wirst das Klops nicht totkriegen können. Könntest aber einfach mal Energieball da reinhauen. Wenn er eine Schwächenschutz hat, ist das kacke. Naja, dann können wir auch das Klops zusammenschlagen. Der Trikum sollte bald vorbei sein. Dann ist mein Katapult gerade wieder schneller und kann zumindest ein bisschen so ein Damage zu dir. Weil jetzt zu tauschen macht keinen Sinn. Oder wenn beide. Ja, da ist auch mein Fokusgurt kaputt. Es geht mir ja nur um den Fokusgurt, der jetzt sowieso kaputt geht. Also. Okay, halt sein Tanken. It's your time to shine! Please! Okay. Das sollte trotzdem jetzt ins Tentakel reingehen, was completely fine ist. Wobei das Ding echt stark reinhaut. Es hat minus 2 Spezialangriffe und macht trotzdem die Tentakel 3 Viertel Leben weg. Ja, close enough, okay. Eine Runde Bizarro-Raum noch. Okay. Dann, ich war langsamer mit Glabra, ne? Das heißt, es ist jetzt mein Turn, ihm zu zeigen, was ich so drauf habe. Chimbalus! Fuck, nein, anders wäre schlauer gewesen. Damit erst ich einen Schutzschild. Egal. Nur jetzt ist ein Weakness-Policy an, bevor er mich angreift. Das war dumm. Okay, ich habe gerade eben darüber nachgedacht, dass der Tante langsamer ist. Bizarro-Raum! Mann, ist das bizarr, sich daran erinnern zu müssen. Okay, es geht ab. Ja, das ist halt so. So, da kommt der Seitentausch. Komm schon. Der. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Ah, Half-Life. Okay. Die Frage, auf wen der jetzt reinballert. Sein Motto hat muss sterben. Es war kein Schwächenschutz. Jawoll, Feuerfänger! So weit, so gut. Und Aquavelle. Oh mein Gott, Prediction! Aber Predictions! Play it again like a guitar. Und so gewinnt man Spiele. So, Gitarraum ist vorbei. Vor allem, dass er eine Aquavelle hat. Warum eine Aquavelle? Das wird so viel bessere. So, ich würde mal sagen, er könnte jetzt wieder wechseln, ne? Predikten wir das mal ganz kurz, würde ich sagen. Da rein, wobei ich noch, wenn wir beide angreifen, wäre Labras auf jeden Fall weg. Wobei Labras ist keine Gefahr. Ey, jetzt mal ernst. Ja, ohne Labras. Schwächenschutz ist Labras und ohne groß werden. Ah, verdammt, er hat sich gewechselt. Okay, dann. Ja, das hat auch mein predicted. Schön. Und das nächste höre ich da rein. Wir haben beide Seiten zauschen. Jawoll. Jawoll. Okay. Moment, geht's. Ich wechsle jetzt Galabra aus. Und damit er nochmal auf den anderen macht. Weil jetzt könnte er. Ah, shit. Ich bin jetzt schneller, ne? Und egal was er macht, das Klops oder Labras wären tot. Und ich würde mal sagen, nochmal Gigasaurus, das könnte funktionieren. Das Klops oder Labras sind halt tot. Mhm. Ne? Hat er die Wahl. Okay. Das sind halt, ist halt Labras. Also, er hätte ja nicht gesagt, dass schon beide tot gewesen, aber egal. Ist in Ordnung, das sollte eigentlich reichen. Jawoll, Damage Regulation gut gemacht. Aber er hat immer noch Dynamax, exakt. Das könnte das Problem sein. Das würde er jetzt logischerweise beim nächsten machen. Und nur der Seitentausch, das heißt, es kommt kein Irrlicht raus. Easy. Es würde, könnte Rihonyo sein. Der hat dann Schwächenschutz. Stimmt, ja. Stimmt. Rhyperior meine ich doch. Ist Rihonyo auf Deutsch? Ich glaube, es ist so Rihonyo, okay. Ja. Es ist ein oh mein Gott! Ich hab das gewonnen! Okay, gut, dann hau die Slops raus. Ja, das ist das Einzige, was gerade noch Schaden machen kann. Ein Creamy kann nur andere stärker machen. Und selbst wenn ein Seitentausch kommt, geht das beides da rein. Okay, so. Das ist halt ein Creamy da unten. Exakt. Er kann jetzt das Klops stärker machen. Gratulation! Was bei seinem Seitentausch so sinnvoll wird. Oder bei seinem Nachtnebel, der immer 50 macht. So, oh sorry. Ich habe nicht predicted, aber ich habe gecovert. Wenn ich den neuen Remix bat. Lichtschild. Ja, es bringt dir jetzt auch nichts mehr, Junge. Nicht, wenn da so ein Eisenschädel angeflogen kommt. Ah, jetzt hätte sich übrigens nochmal weiterentwickelt, dass man so durchgeschüttelt wurde. Aber warum hat es einen Vorteil, dass es nicht gemacht?
womit. Ja, er könnte es jetzt machen, aber jetzt bringt es halt auch nichts mehr. Er wollte halt das Lichtschild wahrscheinlich noch haben. Ja, ich glaube, es ist groß gemacht, um den um eine Geistattacke zu haben, die nicht bloß 50 Schaden macht. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber er wollte wahrscheinlich mit dem Creamy Lichtschild machen, dann Angriff überleben, danach das Klops, das Verzierung geben, dann damit groß machen. Mhm. Einzige, was ich mir irgendwie vorstellen kann. Egal, gut, Hammer. Hey, 3 von 1. 3 zu 1. 3 von 1. Easy. Das gab auch definitiv nicht 16 Punkte. Weil ich jetzt ungerade bin. Hey, 3 mehr von einem Typen, der irgendwie 100 mehr hatte als ich. 60. Egal. Keine Ahnung, wie das berechnet wird. Ja. Und der fängt gerade eben erst an. Wieder ein Japaner. Könntet ihr mir mal Deutsche geben? Das ist ein bisschen schwächer. Seht ihr das auch schon als Rassismus? Ist das positiv oder negativer? Darf man das? Es gilt prinzipiell als positiver Rassismus. Okay. Es ist trotzdem nicht gern gesehen, okay. Ist gerade schön. Es tut mir leid. Nicht schlecht, danke! Danke! Okay, jetzt muss ich kurz überlegen, nochmal kurz zu gewinnen. Auch hier wäre Trick Room verdammt nice rauszubekommen. Vor allem für den Affen. Also vor allen Dingen für den Affen. Aber ich könnte doch einfach böllern. Ich glaube, ich kann mehr böllern als er. Gerade mit. Ja, ich glaube, die sind ein guter Start. Krass, egal, was da kommt. Nochmal die beiden. Boah, ich habe nicht noch einen Katapultra im Hintergrund. 2 Böller sollten ausreichen, damit die ein bisschen überleben. Dann Tentantel und. Skeletra? Gegen Garados habe ich nichts. Außer ich sweep ihn kurz mit meinem Sweep Super Kramor weg. Naja, das muss klappen. Ich habe halt keinen einzigen Donnerangriff im kompletten Team. Das ist das Problem. Ein Katapultra? Ich meine, der ist grundsätzlich okay gegen Despotar, der ist stark im Katapultra-Match, aber schlecht gegen den Affen. Ah, okay, gut, auf geht's. Solange nirgendwo die Option ist, Bizarro-Raum rauszuholen, ist auch Selembrim eher mäßig. Ich meine, es ist stark, es kann wegsweepen. Ich hatte schon mal Spiele, wo Selembrim einfach Le Boss war. Le Bossin, weiblich. Denke ich. Das Spitzname ist Rapunzel, ich hoffe, es ist weiblich. Daher, ne, es ist. Kann klappen, auch wenn wir keinen Bizarro-Raum haben. Aber das muss halt glücklich sein. Und da ist das verdammte Garados. Was okay ist. Was völlig okay ist, solange der Batzapf die Hoffnung hat, er könnte meinen Kramor one-hitten. Aber auf jeden Fall sollte Inteleon hier nicht stehen bleiben. Das bedeutet, die Tante sollte hier eigentlich relativ gut sein. Jetzt würde ich übrigens gerne meinen Tragapult einsetzen. Scheiße war's. Der Mondchen Helle, als das Auto bitte schnell langsam aus der Ecke fuhr. Ah, wegen Elektro, ja. Ich krieg maximal einen Angriff davon weg. Da muss ich schneller sein. Hoffen wir mal aufs Beste. Dass jetzt nicht gerade aus der Meinung ist, wie wär's mit einem Drachentanz? Er ist nicht mal ein Drache. Soll das nicht machen können. Hoffen wir mal, dass das ihn gerade überzeugt hat. Meistens haben Garados so eine Bäre, die Elektroangriff halbiert. Macht scheinbar nicht groß, sollte schneller sein. Ja, ich habe übrigens einen Kramo mit dem Meisterball gefangen. Lasst mich. Das war mir wichtig. Den habe ich extra hierfür gefangen, um halt nutzen zu können im Turnier. Damit er sinnvoll ist und Leute tötet. Weil ich das geschafft habe. Dass das Würfel war, den Meisterball zu benutzen. Weil wahrscheinlich kann der auch ein Feuerzahn, den wird er auch nicht eingesetzt haben. Ah, dafür ist der da. Verstehe. Wird er definitiv nicht angreifen, macht einen Verhöhner. Gut, dass ich nicht losgeprotzt habe. Das heißt, ich hätte Probleme, dass ich mit den Zellion angreifen kann. Gut, von mir aus. Jetzt sollte ich auch schneller sein als das Garados. Außer mit meinem Tentantel. Das schafft das vielleicht nicht ganz, das sehe ich ein. Aber apropos Tentantel. Das ist belastend. Ja gut, dann wird jetzt Reflektor einsetzen. Die meisten Lichtschild einsetzen machen nächste Runde Reflektor. Das heißt, theoretisch könntest du dich auch verwurzeln, weil der andere eh erst hat Verhöhner. Ich bin gerade nicht nur Verhöhner, ich bin komplett verwirrt. Der eine hat das. Ah, genau. Der wird angreifen, nehme ich mal stark an. Jetzt sind eigentlich die Stahlzacken perfekt, damit ich irgendwie Verteidigung bekomme gegen Garados. Aber es macht halt nirgendwo Schaden. Jetzt weg zu diesem bringt halt auch nichts. Tentale Schnellmache bringt auch überhaupt nichts. Zurück! Kann ich nicht mehr? Nein! Dammit! Jetzt ist übrigens random was passiert. Nice!
Oh, aber der Gegner kann nicht predikten, was ich mache, wenn ich es auch nicht weiß. Ach ja, kann der Verhöhner. Scheiße, hätte ich einfach meinen Zug weitermachen können. Gut, was machen wir? Deiner Stahlzacken. Jawohl, das wollte ich doch machen. Wunderschön. Mehr Verteidigung. Das war mein Plan. Ey, was macht der Tantel? Auf jeden Fall kein Schutzschild. Egal, was er anders macht, ist erstmal sinnvoll. God damn it. Ah, scheiße. Okay, es war ein Verwurzler. Ja gut, dann hat er das predicted. Dann kann ich jetzt nicht blocken. Das heißt, jetzt wäre so ein paar Gigasauger vielleicht ganz okay. Und noch mehr Verteidigung. Ist aber Garados nicht tot. Mit Garados kein Schaden. Wenn ich gerade die Chance, mich problemlos aufzusetten, dann machen wir das. Einfach mehr Verteidigung. Was soll schon schief gehen? Okay. Der Moment, wo dein Gegner einfach sein Garados. Oh, mein Freund, das wolltest du nicht machen. Weil er ist ja schneller als ich. Trotz deiner Düse. Diese Spinne ist unglaublich schnell. Düse im Sauseschritt. Das Problem ist, kann das jetzt 1 zu 1 nochmal machen. Oh, und tschüss. Wait, what? Mit dem Stahlzack? And you're deleted. Vitus deletus, mein Freund. Stahlzack? Ja, why not, ne? Das ist ein Stahlzacke. Wie und hast du schon trotzdem davon eingesetzt? Gerade hat sich meine Weakness Policy aktiviert. Das sollte ich sehen. Oh, das war ein Volltreffer. Schade. Wieso ist dieses kleine Vieh auch schneller als ich? Das habe ich nicht kommen sehen. Okay, hätte ich nochmal deine Analyse machen sollen. Das ist jetzt ungünstig. Dann ist mein Kramo eigentlich so gut wie tot. Ja, dann bedroh dich halt nochmal selber. Oh mein Gott, mein Spiegelbild sieht so gefährlich aus. Jetzt kriege ich aber das kleine Vieh auf jeden Fall nicht tot. Nein, er hat noch kein Dynamics gemacht. Er wollte das Katapult Dynamics hier und das habe ich verhindert, indem ich es deleted habe. Das sieht gerade echt nicht gut aus. Und Tentantel. Saugen wir weiter, I guess? Ich müsste Kramer auswechseln. Der hätte mich noch einen Donner aus, und weil ich langsamer bin. Hast du jetzt nicht Nee, ich habe gerade Verteidigung gemacht. Weil ich dachte, dass Garados bleibt drin. Halt, der ist halt auch One-Hit, der hier ist halt, da ist der Focus-Sash kaputt, das muss auch nicht sein. Das heißt, ich muss eigentlich fast schon ihn drin lassen. Ich predikte ja auch, dass ich switche und was? Das kann sein, ich habe übrigens gerade wieder keinen Ton, da kommt der Donner, das ist ungünstig. Ja, das war zu erwarten. Dass das Vieh so hart zuhauen kann, ich habe das noch nie gesehen, dieser Wirbelradverschnitt. Der Verhöhner wirkt noch, Junge! Okay, Angriff minus 1 von. Ja, das schlägt jetzt rein. Okay, das heißt, ich sollte nicht Inteleon einsetzen. Wenn der schneller ist als Kramo mit plus 1 Geschwindigkeit, wird auch schneller als Inteleon sein. Das heißt, ich muss Galabra benutzen. Der kann da wieder einen Verhöhner raushauen. Das. Warte. Und wenn das Surfer einsetzt, hört er sich selber, was für mich komplett okay ist. Das bedeutet, wir saugen den da zuerst aus und machen hier den Seitentausch. Dann forst er vielleicht sogar Angriff auf Skelabra. In der Regel ist der Seitentausch eigentlich, auch wenn man nicht weiß, was der Gegner tut, Seitentausch ist meistens okay, einfach nur, weil auch der Gegner dann nicht trifft, was er treffen will, auch wenn man selber nicht weiß, was das ist. Könnte jetzt immer noch Garados groß machen. Mhm. Wenn er da noch gar nicht groß gemacht hat, würde das eine Option sein. Ja, macht immer noch nicht groß. Und muss sein letztes Pokémon unglaublich stark sein. Okay, Donner. Den Tentantel nehme ich an. Okay. Das kriege ich gerade noch so weg. Verhöhner. Okay. Ungünstig. Ja, das ist, denke ich, okay. Keine Ahnung. Das sind wir für ihn in der gleichen Bildung wie vorher, wo nur nicht wusste, dass Seitenhaut existiert hat. Da sind noch zwei Pokémon da. Das ist mein. Den habe ich nochmal in der Hinterhand. Inteleon! Okay, Lichtschild hört auf. Perfekt für Inteleon und Skelabra. So, dann zeig mir, was du hast. Gib her, ich will es sehen. Show me what you got. Show me what you got. Kenn ich. Ah, das ist Botan. Der ist Botan. Der wird ihn wahrscheinlich groß machen, nehme ich stark an. Und der hat die Weakness Policy. Hundertprozentig. Das bedeutet, Skelabra hat noch keinen Schaden bekommen. Sandsturm! Egal, dann muss Garados erstmal weg, bevor der hier weiter rumverhöhnert. Und bevor ich mich mit dem Großen da irgendwie abgebe, habe ich noch einen Verhöhner drauf? Nee. Aber der wird jetzt höchstwahrscheinlich kommen. Das heißt, dann saugen wir los.
Und Hauptsache noch nicht Despotar. Hauptsache noch nicht Despotar, genau. Und wenn Despotar, dann nur mit nicht sehr effektiven Angriffen. Ja, oder wird's groß. Okay. So, dann ist es gut, dass ich einen Taillon habe. Wenn er Weakness Policy hat, dann wird er auf jeden Fall nicht irgendwie eine Weste haben. Der Sand schon beschützt ihn ein bisschen. Ein Taillon könnte aber One-Hit sein. Also muss ich mit den beiden, die hier sind, theoretisch lange überleben, was ich nicht schaffe, bis ein Taillon kommt. Dann muss vielleicht sogar mein kleiner Boy das hinbekommen nachher. Ja, das war schon wieder dein Verhöhner. Hast du einen Choice Graf Verhöhner drauf? Was hast du damit? Okay, es klappt was schneller, das ist gut. Shit. Was? What? Why? What? Why would you do this? Du weißt doch, dass ich die Seiten tauschen kann, Junge! Ich muss sagen, das sehe ich ein, okay, aber. What? Warum nicht auf den, Sinn ergibt? Das weiß ich nicht. Egal, mit dem Sandsturm ist so. Ah, nein, der tut den Sandsturm. Nein, also mein Fokus ist kaputt. Ja, nächstes Mal, wenn er das macht, bin ich tot. Das sehe ich ein. Aber. Okay, ich hab's egal, dass das mal raushauen. Das ist keine Ahnung, was er noch kann, außer Verhöhner. Ja, musst du. Daher. Er könnte jetzt rein theoretisch seinen Surfer benutzen, um seinem eigenen Despotar die Weakness Policy zu proppen. Das ist eine Option, die darf ich nicht komplett ignorieren, aber. Ich will auch einfach Schutzschild auf. Ich kann auch keinen Schutzschild mit Skelabra machen. Was zur Hölle hat er sich dabei gedacht? Vielleicht ist ihm auch die Zeit ausgelaufen. Das ist mir vorhin passiert. Ich wollte schnell was drücken, Zeit ist ausgelaufen und das, was es automatisch ausgewählt hat, war okay. Ja, also, ne. Das war der Moment, wo ich zweimal Startzacken eingesetzt hatte. Es ist kein Erdbeben. Das ist sehr effektiv auf Despotar, oder? Ja. Hi. Das ist ungünstig. Also das ist ein bisschen Weakness Policy weg. Das ist etwas positiv. Ich muss mich jetzt nicht mehr darum sorgen, denke ich. Darum muss ich mich jetzt auch nicht mehr sorgen, ne? Das ist dann halt Fitus Delitus Maximus. Das war ein Volltreffer. Hey. Das war wirklich Maximus. Das war wirklich Maximus. Spezialbeteiligung steigt wieder. Ja, ich weiß. Zum zweiten Mal jetzt schon. Das ist auch sehr ungünstig, sehe ich ein. Tentakel ist es effektiv okay, weil du einfach. Das könnte ich mir jetzt nicht umbringen. Aus. Ah, Sandsturm. Alles gut. Okay. Dann würde jetzt ziemlich sicher nächste Runde meinen Taillon fokussen. Dann würde ich da mit Schutzschild rangehen, damit das nicht drauf geht. Weil er sollte den Taillon auch mit Weakness Policy nicht wegbekommen. Das heißt, ich kann mit meiner Eiche nochmal zuschlagen. Das könnte hart darauf enden, dass am Ende. Nee, warte. Der Boden. Ja, okay. Ja, aber nichts davon trifft irgendwie. Also ich muss hier auf erstmal dafür sorgen, dass er überlebt. Habe ich noch einen. Ich habe noch einen Verhöhner. Schade. Aber ja, dann Eisenschädel. Wie scheiße geht's dir gerade? Ja, aber der hat plus 2, das heißt, das muss der Eisenschädel sein. Ja, okay, gut. Der Gegner macht halt nichts mehr. Nicht gegen Sandsturm und noch dreimal Spezialverteidigung. Zweimal, aber wahrscheinlich gleich dreimal, ja. Okay, dann hoffen wir einfach mal, dass ich nicht sterbe. Dass er mich nicht mit diesem komischen, großen Vieh platt macht. Erdstoß. Das könnte auch ins Tandem gehen, oder? Okay. Yes, das Schutzschild war sinnvoll. Schwein gehabt. Okay, ja, dann muss ich trotzdem alles, was ich habe, da reinballern. Plus 3 Spezialverteidigung. Hey, oh. Da gibt es was er kann. Ich könnte natürlich auch den Eisstrahl probieren. Für einfrieren. Das ist risky. Aber ist das nicht... Ah, ne, nur gegen Boden wäre es effektiv, ne? Ich weiß nicht, ob ich ihn wegbekomme. Ja, musst du machen. Ich meine, Eisstrahl wird nicht... Er kann immer noch einen Rockside nicht treffen. Das ist halt auch eine Option. Dann. Trotzdem kann verwurzeln. Der Angst, das könnte sinnvoll sein. Keine Ahnung! Ah! Okay, er hat auch einen Präzisionsschuss. Ja, gut, er kommt raus. Ich weiß nicht, ob ich einen Angriff davon überlebe. Oh mein Gott! Ist das nothing! Steinkante! Steinkante! Ja, das ist bitte zu lieb. Oh, Volltreffer! Wie viele Volltreffer der hat! Der hat Steinkante gemacht. Aha. Übrigens, TryHard7 Zuku, willkommen im Stream. Sag mal, was hältst du denn von Kyrja? Sieht süß aus, gibt viele schöne Bilder dazu. Ansonsten. kann man es vielleicht auch mal probieren? Ja, so wird auch immer noch im Sandsturm explodieren. Der Sandsturm weg ist vielleicht. Der geht noch eine Runde. Ich würde mich schon gerne gegenheilen. Oh, der geht noch eine Runde, habe ich gehört. Mhm. Oh, okay, gut. Damit kann ich leben.
actually, was, Kylia, in welchem Kontext? Oh, jetzt. Ich bin paralysiert. Aber er setzt Knöchel ein. Well, well, mein Freund. Das könnte dir jetzt etwas mehr wehgetan haben als mir. Oh, das, ich könnte es mit meiner Eiche schon wieder schaffen. Okay, willst du vielleicht ein Competitive Ready Kylia? Ist Level 29. Das meintest du. Ich hab noch keinen Plan, wie man Kylia einsetzt. Also gerade ja, wo macht halt alles tot. Komm schon, Tentakel, komm schon! Das sieht gut aus, er darf mich paralysiert. Ah, Junge! Mach das doch einfach nicht! Hast du schon einmal darüber nachgedacht? Das einfach nicht zu tun? Ach, scheiße. Jetzt kommt die Paralyse! Mann! Dass mich die Paralyse erledigt, daran habe ich halt jetzt auch echt nicht gedacht. Das macht ungefähr Hälfte von dem, was er hatte. Ich bin immer noch nicht verwurzelt. Habe ich Verwurzel eingesetzt? Ja. Okay, das heißt, ich kann noch einmal Schutzhirt machen. Dann überlebe ich theoretisch nochmal ein Erdbeben. Dann muss ich jetzt zweimal Paralyse nicht durchkommen. Wobei ich auch so ein Erdbeben überleben könnte. Es ist wahrscheinlich so besser. Kommt schon, Paralyse. Warte, Eisenschild hat mehr gemacht, ne? Hab ich aufgepasst. Scheiße. Aber wenn ich das nicht tot mache, ist Gigasaur eh besser. Okay. Also wenn du es willst, sag mir nach dem Kampf einfach Bescheid. Okay, Erdbeben, komm schon. Jawoll, Tentakel! Nein! Nein! Oh, okay. Ja, dann musst du jetzt. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich sogar zweimal Schutzschild machen. Ja, musst du. Ah, nein, das war paralysiert. Oder? Okay, Schutzschild, ja. Gut, mein Boy. Ich meine, grundsätzlich besser haben als hätten, ne? Also wenn du es mir einfach so kostenlos anbietest. Arg, so ein Pech. Ja, ist es halt wirklich. Okay, ich muss doppelt machen. Ansonsten, komm schon. Ihr gebt mir mein Glück, ne? Eine dritte Chance plus ein 35. Komm schon! Jawoll, der Tattel! Doppel-Schutzschild! Okay, überlebe ich jetzt das Erdbeben noch? Ich hatte vorhin 56 und bin auf 9 runter. Glaube ich. Oh, ich bräuchte noch eins, oder? Glaube schon, ja. Oh, schaffe ich 3 in der Reihe? Oder soll ich einfach angreifen? Ah! Ah! Alles ist halt noch niedriger. Komm schon. Tu das Unmögliche. Tu es, du hast es schon mal geschafft. Ah, nein, schade leider nicht. Okay, gut, der ist auf jeden Fall wirklich um. Dass ich irgendwann noch ein Crazy Terrain machen müssen. Dieses Paralyse. Oh, ich hätte gewonnen ohne. Ah, okay. Schade, aber das war wirklich knapp. Ah, okay, gut. Naja, dann, was willst du für das Kylia haben? Ich meine, dann kann ich überlegen, wie ich es benutzen möchte. Ich habe zwar bisher nur Gardevoir im Competitive gesehen und das hat mich geowned, ja, weil es One-Hit gemacht hat, aber... Du würdest definitiv das Kylia noch das eine Level trainieren, schätze ich mal. Wahrscheinlich, vielleicht bleibt es auch Kylia mit Evolid, keine Ahnung, wobei nein, nicht, Kylia nicht mit Evolid, nein. Zwischen Kylia, okay. Und Gardevoir ist einfach so ein riesiger Sprung. Nichts, einfach irgendwas, das klingt gut, aber GG definitiv. So, wie genau kann man, genau, man kann hier tauschen mit hier, ne? Genau. Musst du mir halt sagen, wie du heißt, dann suche ich dich mal ganz kurz. Einfach irgendwas. Gut, ich habe einfach irgendwas, da soll ich was finden. Ich habe häufig nur Wundertrade gemacht, irgendwas. Wobei, was können wir denen da geben? So für so ein nettes Geschenk. Wir könnten ihm das Alcremie geben, was ich letztens hatte. Link tauschen. Ah. Okay, Das ich gerade gemacht. Linktausch? Hier habe ich zweimal A gedrückt, wahrscheinlich. Linktrade 964 bin Niki. Okay. Muss vielleicht noch die andere Verbindung herstellen. Das wäre halbwegs sinnvoll. Würde ich mal meinen. Hi, Grüße an DB Black Cyber. Willkommen im Stream. Ich kämpfe gleich weiter, keine Sorge. Ich muss mir kurz noch ein Curry abholen. Was hat er gesagt? Niki. Ich muss das nur noch finden, ne? Das ist Nico. Close enough. Was machst du gar? Ich hab gerade die Sticker festgelegt. Warum zeigt es mir alle anderen? Link Tausch. Da war Nico. Wo? Der nicht Nico. Nikie. Oder guck mal im Chat, der ist Nikie. Stimmt, ich wollte ja den Chat übernehmen. Du wolltest den Chat übernehmen.
Warte mal, kann man auch irgendwie anders? Ich kann selber suchen. Aber das hilft ja auch nichts, weil ich dann mit einem random Typen zusammenkomme. Ja. Okay. Suchen wir nochmal. André, Fabi, Haru, Domi, ich, Nick, ist das vielleicht doch Nico? Geh einfach auf Linktrade und gib den Code ein. Das geht, Linktrade. Ah, Passwort eingeben. Ich hab's noch nie gemacht, ich habe keine Freunde. Außer der da, der hat keine Switch. Er spielt immer auf meiner. So ein Schnorrer. 0640. Also auch bei, als wir Monster Hunter Free 3 Ultimate gespielt haben, hat er auch auf meinem Spiel gespielt. Nein, warte, wir haben die neues gekauft. Ja. Never mind. Aber das habe ich bezahlt. Dass wir das Geld zusammenlegen. Du musst das Passwort auch eingeben. Nein. Hey, ich habe den Partner gefunden. So schnell geht es. Ich muss nur ein tolles Passwort eingeben. So, was willst du denn haben? Wir können, ich habe eine Schmackikarte für dich. Lecker, wenn du willst. Mal wissen, guck mal, mag ich zu sehr. Willst du deine. Du kriegst meine Mutter. Viel Spaß mit meiner Mutter. Oh, sogar shiny. Mensch. Okay. Ich hoffe, ihr werdet viel Spaß zusammen haben. Wenn man einfach so das kleine Mädchen gegen die Mutter tauscht, ist das. Oh. Das kommt irgendwann im Leben eines jeden Mannes vor. Dann, wenn er auszieht, mit seiner Frau zusammen. Okay, dann vielen Dank dafür. Dann werde ich mal auf jeden Fall überlegen, wie ich das beim nächsten Mal benutzen kann. Niki hat dir Suki zugeschickt. Nice. Okay. Was hat ein Ready Cure ja alles drin? Emotions-Pokémon! Ah. Also, wenn das jetzt. Oh, fuck, Liga kann ich noch anfangen können. Wenn du jetzt noch einen Mega-Stein findest, das Mega-Gardevoir, finde ich, ist eins der besten Mega-Pokémon. Es gibt ja keine Mega-Entwicklungen, aber ich stimme dir zu. Es sieht sehr, sehr cool aus. Ja. Okay, warte, Pokémon, guck mal hier nachgucken. Kein Ding. Das ist trotzdem sehr cool, dankeschön. Also, was hat das? Es ist Englisch, es ist zauberhaft und shiny. Hat leider keinen Spitznamen. Hat Überreste, okay, Synchro. Ergibt Sinn. Erhöhter Spezialangriff, because Burn-On ist besser als Schaden. Strafterscheibe, Spuckball. Cool, ist einfach ein Burn-Pokémon. So, mache ich im nächsten Turnier. Mein Team hat sich vergrößert. Am besten kommt dazu mit Alcremie. Das wäre einfach mal so geil. Um noch mehr zu Burn-On. Weil einmal Burn-On reicht noch nicht. Okay, so. Und dann machen wir heute mal ein offizielles Turnier. Fünf Kämpfe hatten wir schon, ne? Mit, oh mein Gott, aktuell bis hier 3522. Versuchen wir mal nicht darunter zu rutschen. Möchtest du mal gegen mich kämpfen, fragt Black Cyber. Grundsätzlich sehr gerne, aber ich würde gerne erstmal das Turnier hier durchziehen. Das sind 15 Kämpfe, die ich heute machen muss. Ich habe erst ein Drittel und ich nehme schon über eine Stunde auf. Also, das könnte ein 3-Stunden-Stream werden hiermit. Ah, der ist schwächer als ich. Fuck, das Spiel denkt, ich bin gerade auf einem feinen Ast. Und der ist auch noch Japaner. Oh mein Gott, Mist. Und der hat eine Rotom-Düse. Wie auch immer das Ding heißt. Fan, Elektro-Boy. Okay. Okay, wer spielt das? Okay. Yeah. I guess. Das heißt aber letzten Endes, bei allem, was ich hier sehe, könnte mein Kramo relativ cool sein. Problem ist, ich kann den Angriff von den Typen da nicht schwächen. Das heißt, ich müsste es nächste Runde, nachdem er mich angegriffen hat, raushauen. Auch Togekiss ist ziemlich hart im Nehmen. Bis auf Glurak ist eigentlich der Tatler ganz cool. Und was wird der Stab? Höchstwahrscheinlich macht er sein komisches Windgebläse damit rein. Das kann vielleicht sogar Rückenwind, keine Ahnung. Vielleicht ein Togekiss mit dazu. Wenn ich das raushauen könnte. Ich nicht weiß, ob es klappt. Ich könnte es hier wieder zurückhauen probieren. Nachdem er mit da anfängt. Aber der hat keine Runde am Anfang, wo er sich aufsetzen muss. Der kann einfach böllern. Daher wäre vielleicht das so ganz gut. Dann nehmen wir noch Dorian, bis später. Ah, Dorian, mach's gut. Viel Spaß noch. Ich würde auch es noch etwas leveln. War zu faul, das auf meinen zweiten abzumachen. Ja, mache ich dann noch. Aber trotzdem danke. Theoretisch könnte den Tackle wieder mit rein. Das hat hier auch. Nein, eigentlich nur ein Matchup okay gegen Despotar, gegen Togekiss, wenn es keine Flamme hat, vielleicht gegen Inteleon. Du willst nur irgendwelche Ausreden haben, dieses verdammte Tentakel immer reinzupacken. Das Tentakel ist aber auch immer super. Immer wenn du gerade vorne bist und denkst, oh mein Gott, ich sterbe gleich, dann tauschst du halt und gut ist. Also, dann hast du Tentakel da, wo am besten Fall sich noch rein verbeißt. So, hast du mir überlegt, nicht meinen Arm deinen Drachen zu beißen, sondern hier, beiß da rein. Vertrau mir. Und die tun es! Jedes Mal!
oder schlagen dagegen. Warum kämpfe ich eigentlich nur gegen weibliche Charaktere? Also es ist schön, dass die hier mit vertreten sind und so weiter und so fort, aber machen sich alle Männer auf Frauen? Was? Machen sich alle Männer auf weibliche Charaktere hier? Ich meine, wir haben uns wenigstens einen guten deutschen Hitlerjugend gemacht. Und sie SS genannt. Übrigens, zur Erklärung, wie das SS zustande kam, er, sein Name ist halt Sinu und meiner ist halt Sahe in allen möglichen Computerspielen. Und wir wollten halt zusammen dieses Spiel spielen und da kam halt dann SS zustande. Als Abkürzung. Und einfach nur S und S durften wir leider nicht nehmen. Ich frage mich nicht, warum. Und deswegen haben wir halt SS gemacht, das hat sich halt weiter aufgebaut. Wir haben halt noch braune Augen wegen dem, was dahinter ist. Ne? Wir, das Augen sind ein Tor zur Seele. Ja, der arme Charakter. So läuft das halt. Okay, dann. Ich meine, der könnte jetzt auch ein bisschen Eis raushauen. Aber es sollte schneller sein. Ein Taeyeon sollte nichts aushalten können und dann One-Hit sein. Vielleicht wird auch den anderen groß. Ich habe noch nie gegen diese Combo gespielt. Kein Plan. Okay, er bleibt klein. Das könnte ihm fehlen. Oh, ist sein Ding Tanky trainiert. Okay, interesting. Das ist erstmal gut, was Angriff senken. Das hat man hier gerne. Tut mir leid, Taten bitte nicht weh. Dann schlag dich halt selbst. Einfach Durchstoß macht keinen. Das macht Kontakt. Er ist gerade durch mich durchgerannt. Aqua-Durchstoß. Ach, ich dachte, das wäre, du machst einen Wasserstrahl nach vorne. Nein, oh, und er erstaunt mich. Oh, nein! Das tat überhaupt nicht weh. Warum sind beide davon physische Angreifer? Das wissen die nicht. Aber sie hat gerade mit beiden physisch angegriffen. Ja, dann halt. Leute, der wird jetzt nicht nochmal einen Aqua-Durchstoß darauf ballern. Das wäre dumm. Der wird auch nicht wechseln. Ich schätze ihn nicht so gut ein, dass er jetzt wechseln wird. Ja, dann mach ich sag dir deiner Worm. Ich sag dir, der trollt dich einfach mit den Pokémon komplett. Ja. Die nächsten beiden Pokémon, er wechselt! Die nächsten beiden Pokémon sweepen dich einfach hart. Er hat mich jetzt schon, er hat schon mehr als gedacht hab. Oh, da ist ein Glurak in meinem Gesicht. Und der macht Photon Fokus? Ah, jetzt, der macht jetzt erstaunlich groß, er wird meinen Fokus nicht zerstören. Ah. Das macht voll Sinn! Ich meine, ich hab keinen. Und er hat deswegen auch gerade nicht mitbekommen, dass ich eine Offensivweste habe. Aber das macht trotzdem voll Sinn, das könnte hart wehtun. Das sieht so derpy aus, das Vieh! Ich glaube, alles, wenn du es genügend groß proportionierst, sieht es immer derpy aus. Okay, der Ultra geht noch. Ist auch nicht wenig. Ja, der Ultra sieht schon derpy aus, wenn es normal groß ist. Deswegen sieht es nicht derpy aus, wenn es groß ist. So, das Ball ist weniger. Egal, was er jetzt macht, deiner Spruch. Okay, das war zu erwarten. Und das sollte ich überleben. Steven Klose! Okay, gut, also Rotom ist kein Problem. Ja, der Debuff könnte ungünstig sein. Ich hab noch eine Runde. Nice, dann wird der Tag voll gezeigt, was er drauf hat. Das ist auch noch ein Stärkenschutz. So, vielleicht, wenn jemand einen komplett grenzstabil angriff, kriegst du plus 15 Stats. Auf alles? Nein, leider nicht. Schade. Jetzt hätte ich übrigens dann doch mein Skillabra mit gehabt, um ihn einfach ins Feuer da reinzuschicken. Das ist ein Tantel, naja gut, kann ich nicht tauschen, dann muss den Tantel sich halt mal ganz kurz selber schützen. Und du kriegst den Großen nicht tot. Aber auf jeden Fall ein bisschen Schaden reinhauen ist eigentlich auch relativ sinnlos. Verteidigung senken bringt nichts, weiß, was jetzt kommt, ist dann dümmer. Naja, dann senke ich den Spezialangriff weiter oder beide rein. Das ist nächste Runde da, ich kann den aber nicht tot hauen, das ist ein Problem. Muss ich immer was sagen. Anton! Ah! Okay, Anton! Anton wurde gecallt! Anton Bull! Dann hauen wir auf den, von mir aus. Dann krieg ich den vielleicht sogar rechtzeitig weg. Anton Bull. Jawoll! Vielleicht noch ein Crit? Ah, schade. Okay, gut. Der hatte gerade Verteidigung gesenkt von mir, ne? Ja. Okay, dann soll ich jetzt ein bisschen mehr Schaden machen. Oh, das tut mir aber leid. Gut, das war leider zu erwarten, deiner Spuk. Könnte langsam gefährlich werden. Ja, nächste Runde macht er mich tot. Gut, dass er dazu nicht mehr kommt, außer er hat eine Dynaborn. Also kommt er nicht mehr, wenn er Dynaborn einsetzt. Er doch nicht. Er will böllern. Was immer eine dumme Idee ist. Was soll ich niemals tun würde. Gegner unterschätzen und so. Ja, genau. Der größte Feind ist deine eigene Arroganz. Will ich den Tantler einfach drauf gehen lassen?
Weil Kramo sollte eigentlich nicht sterben, wenn der da so ein Hitzeding reinmacht. Das heißt, Drachenpfeile sollte umbringen. Und danach habe ich ein geboostetes Kramor. Oder zumindest mein Tentantel noch. Mein geheimen Sweeper. Den niemand dazu erwartet. Weil es Bullshit ist. Aber niemand erwartet den Bullshit. Jawohl, das war wichtig. Sehr gut, dann geht der schon mal drauf. Ja, ich habe gerade die perfekte Teamkampf-System gehabt. So ein Geistangreifer und ein Feuerangreifer gegen Stahl und einen Drachen. Nice. Stahl und. Warte, nicht da. Warte, was? Oh, so. Das sind 60 Schaden und es ist nicht mal stuck. Naja, also grundsätzlich Drachenangriff auf Kloras nur, damit der mit Drachenangriff hat. Wo bist du einfach so rein? 5, 6 IV. Also, dass du 5 maximierte IV-Werte hast. Eigentlich ja, einfach tatsächlich fast alles, auch das, was unwichtig ist, habe ich maximiert. Um halt besser reinbildern zu können. Ich habe mich tatsächlich jetzt 3 Wochen darauf vorbereitet. Das sollte eigentlich alles ganz gut sein. Der kann nicht groß machen. Der wird beißen. Dann. Oh, warte. Beißen. Dann kriege ich Klurak nicht tot. Okay, dann gehst du für Klurak. Das ist auch eigentlich okay. Go, aim for the head! Hart! Es gibt das ja dann am Ende diese Silberkronenkurken und davon genau. Hat. Habe ich halt überall was reingepackt. Hat er ewig viel gefahren, ehrlich gesagt. Ja, genau. Damit halt wirklich alles maximal ist, alle auf so weit wie es geht auf Level 100. Und dann bin ich halt mit 5, 6 IV hier rein. Ich habe mich da wirklich vorbereitet, damit ich halt nicht komplett verkacke, wenn ich anfange mit Stream. Ja, das war zu erwarten, dass ich den Tatler reinholen können, aber da wäre halt der Antrag nicht tot gewesen. Genau. Das war das Problem. Gut, jetzt Tentantel oder Interion? Eigentlich kann ich erstmal weiter wegzerren. Weil wenn ich jetzt 2 harte Defensivleute habe, mit einmal geprotzt, hey, sollte ich jetzt irgendeinen davon fokussiert tot bekommen können und dann macht Interion den anderen. Oh, der hat auch noch einen. Oh! I forgot about that. Ja, dann ist das dein Ende und der wird noch eine Weakness Policy haben. Also dass es eine Runde länger lebt. Das ist eine Option, weil er sollte sonst keinen Tod bekommen. Dann verwurzeln. Und wehe, du hast mich jetzt reingeritten. Okay, gut. Ja, dann schaust du jetzt im richtigen Zug. Ne? Aqua-Durchstoß. Schade. Leider nicht auf meinen Tentantel. Hab da wohl dazugelernt. Okay, das ist... Das macht ehrlich gesagt jetzt auch echt wenig. Ja, ne, hätte ich noch auf das Portal gehen können für Zauber. Es ist ein Spezialangreifer. Interesting. Oder er hat einfach irgendwelche Angriffe genommen. Keine Ahnung, ich weiß bei ihm nicht mehr. Das ist der beste Spieler bis jetzt. Ja, der war auch unterm Durchschnitt, also unterm Startniveau. Das heißt, er hat schon ein paar Mal verloren gehabt. Ah, okay. Was jetzt nichts heißt, weil ich hätte auch starten können mit ein paar Niederlagen. Jetzt müssen sie immer dann. Jetzt halt reinballern, ne? Ja, wobei, warte, der macht keinen Schaden. Ich kann auch... Ja, das ist schlauer. Ich mache das jetzt noch eine Runde, weil ich nämlich jetzt seine Weakness Policy droppe. Mit Eisenschädel nehme ich an, weil jetzt noch Sandsturm da ist. Das heißt, er ist nächste Runde stärker und ich mache erst nächste Runde dann halt doppelten Schaden. Okay. Das könnte ihn fast schon weghauen. Und vielleicht hat er auch einen physischen Angriff, keine Ahnung, schauen wir mal, machen wir das jetzt sauber. Okay, gut. Ein Darkness. Schön, genau. Und jetzt schauen wir mal, ob wir damit recht hatten. How? Warum macht er so viel? Weil er ein Sweeper ist! Und seit wann hast du Tentantel aufgebaut? Gar nicht. Aber das Vieh kann einfach scheiße trainiert sein. So, und das ist jetzt alles doof, aber es ist relativ egal, was ich mache, weil der ist tot durch den Tentantel! Ja, ist schon tot durch den Tentantel. Kann auch Stahlflügel nicht treffen, das ist okay. Ich möchte das bitte als eingetragene Todesursache bei irgendwelchen offenen. Ja, warte, öffentlichen. 90% trifft übrigens nie. 90% ist ungefähr wie 5. Da treffe ich eher einen Doppelprotect, als dass Stahlflügel mal trifft. Was echt, echt belastend ist. Ja, gut, hi. Den Tentantel hat sich erledigt. Easy. Okay, der war echt nicht so gut. Oder sie, keine Ahnung. Sie hat ein Pikachu als Maskottchen. Was haben wir erwartet? Oh. Das habe ich nicht mitgesehen. Ja, da kann man auch Japaner sein, wenn man Maskottchen irgendwo drauf hat. Pikachu vor allen Dingen. Nein. Außer man hat Pikachu direkt im Team mit. Das ist einfach ein Power-Move. Okay, dann. Hätte aber geschafft. Mit. Nein, fast 6 erst. Okay. Und momentan ist meine Winrate interessanterweise positiv. Scheiße, nein. Also das habe ich bisher noch nicht geschafft. Ich sehe jetzt mal, der Gengar wurde gefunden. Der ist auch unter 1500. Sasa. Okay,
Aber er hat ein wirkliches Team. Eins, was ziemlich auf Speed auf ist. Lucario kann sweepen. Die können eigentlich alle sweepen. Der hat wahrscheinlich das Rotom draus, um direkt mal den Tailwind zu kontern, was ich nehmen wollte, um Quirtle die Sonne wegzunehmen. Was bringt ihm die Sonne aus, dass er Quirtle hat? Nichts. Er könnte Butterfree groß machen. Wenn er aber Sonne draußen hat, bin ich sogar noch stärker. Ich könnte einfach predikten, dass er seine Sonne da rausholt und meine eigene Sonne mitnehmen. Damit könnte ich aber alle anderen wie Kramer und so nicht mit dabei haben. Ich bringe das Lembrim nicht ganz so viel, außer in den Kiefertypen. Katapultra ist immer gut zum rauszwitchen, dann brauche ich was, wo ich reinswitchen kann. Und Inteleon einfach nur zum Blödern letzten Endes, falls ich nicht First Round mich groß mache. Was ja immer noch ein guter Plan ist. Man kann es grundsätzlich ebenfalls noch Eisangriffe, es sollte also auch okay sein gegen das Rotom. Schauen wir mal, wie kacke oder gut das wird. Gegen Sasa. Ey, ein Mann! Ich hätte bei Sasa so auf eine Frau getippt. Sasa gegen SS. Das klingt ein bisschen wie ein Disney-Film. Okay. Ja, vielleicht kommt in Disney selten wie SS vor. Das würde ich so jetzt nicht sagen. Die früheren Tagen kann das relativ viel. Okay. Das heißt, die Sonne scheint ihm nicht mehr stark an. Jawohl. Und Butterfree könnte anfangen, mich einzuschläfern. Das hat mich schon mal übelst gefickt. Das sollte nicht passieren. Ich sage, ich nutze das einfach und ballere da rein. Und einfach noch mehr Ball. Ich würde einfach gehen. Ich glaube, ich gehe einfach und schaue, was sich so vor mir ereignet. Irgendwann wird eingesiedelt. Ja, aber er könnte auch einfach groß machen und den Gigamax Butterfree-Angriff machen. Der könnte dann letzten Endes auf meinen Trainer gehen, der nicht da ist. Und dann würde keiner eingeschläfert werden. Was ich stark hoffe. Und Morphudo ist wieder da. Willkommen im Stream, dass du da bist. Du hast nur einen Easy Win verpasst. Okay, gut. Dann Lebensflamme brenne! Alles nieder! Ist immer gut gegen Torkoal ein Feuer-Pokémon einzusetzen. Was soll da nur schief gehen? Er macht es nicht groß. Er macht ein Schutzschild. Ja, das macht ja beinahe voll Sinn. Aber es ist relativ egal, weil mich jetzt Torkoal nicht sinnvoll treffen kann. Vielleicht ist es immer ein Snap-O. Das trotzdem töten? In der Sonne? Aber es war close. Es war wirklich close. Und Eruption ist halt jetzt egal. Damit ist Butterfree übrigens zwangsweise tot. Das heißt, sie kann auf Torkoal gehen. Jetzt hätte es getötet. Nach dem Feuerfänger hätte es getötet. Okay, sehe ich ein. Ja, das heißt, ich kann jetzt in Ruhe auf Torkoal gehen, weil Butterfree eh nicht mehr durchkommt. Und hoffen, dass das genug wegmacht. Also, weil Böllern besser als Schaden ist. Auch von mir ist Damage besser als Schaden. Alles ist besser als Schaden. Okay, dann, mal sehen, wie er jetzt plant. Ich meine, ich weiß nicht, ob er schneller ist. Er wechselt! Okay. Sehe ich ein. Dracovish. Ich bin shiny. Shiny sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Also immer noch scheiße Derpy, aber gar nicht mal so schlecht. Nicht so schlecht, scheiße Derpy. Ja, genau. Yay. Hey! So, und jetzt sollte auch so eine Eruption kommen und Schaden machen, weil die ja mehr Schaden macht, wenn er mehr Leben hat. Ja, okay. Gut, dann das war's damit. Die Frage ist natürlich, ob das Dracovish einen Wahlschaden hat. Dann, Feuerfänger! Dann wäre er schneller als mein Katapultra. Ansonsten würde der Katapultra nicht weghauen können. Auch wenn wir schon scheiße Starten von den Typen erlebt haben. Das bedeutet. Weil die Verteidigung des Ziels. Nein, wir können uns einfach gegenheilen. Dann wird der auch geheilt, aber da ich gerade vorne bin, ist das eigentlich kein Problem. Das heißt, wir floren da rein und sagen, die Drachenpfeile, wenn sie ankommen, sollten theoretisch einen Double Kill rausholen. Oh, er kann noch groß machen. Aber wenn er langsam ist, ist das kein Problem. Das Problem kommt, sollte er schneller sein. Was ich sehr, sehr stark nicht hoffe. Wobei, ich meine, er kann 60 Kilometer pro Stunde laufen. Aber dafür stirbt er. Junge, du solltest umkippen! Wir können verdammt langes Wasser anhalten. Torkoal, okay. Das Wasser anhalten? Im Feld mehr. Ja, voll, er ist tot! Das ist durchaus korrekt. In your face! Hätte mir sogar seinen Drachenpartner finden, dass ich extra reinballern kann. Ja, ne, Doppelkill, ne? Und sein Vieh ist weg. Tja, ich würde mal ganz kurz sagen. Easy. Schön.
Ich hatte nicht viele Kämpfe, die bisher so gut gelaufen sind. Vor allem gegen den Butterfree. Meistens, wenn ich gegen einen Milotic oder halt gegen Smetbore kämpfe, schläft meine komplette Riege an Pokémon. Weil ich da unglaublich schwer ringsrum manipulieren kann. Also ja, nicht schläft das Tentantel. Und dann tötet mit Tentantel alles. Ja, nein. Also gegen Milotic schläft auch der leider. Der lebt noch? Okay. Von mir aus, I guess. Das ist Rotom. Well, my friend, I've got bad news for you. Schön. Das wird alles langsamer sein als mein Tragapult. Da. Tragapult, da. Ja, gut. Hast du schon mal alle deine Pokémon sterben sehen? Genau das darfst du jetzt miterleben. Übrigens, danke für die Dürre. Das war perfekt. Ich meine, if you can't beat them, join them. Ja, ganz ehrlich, Dragapult sind halt im Competitive teilweise unglaublich geil. Also ich kann, wenn du zwei Gegner hast und nur noch Dragapult hast, dann wäre teilweise wirklich besser, Drachenpuls zu haben. Aber ansonsten ist das halt für sowas Spread Damage super, das ist schneller. Okay. Dann machen wir ihn mal Feuer unterm Hintern. Sorry, wenn ich gut gelaufen bin, mache ich viele Flachwitze. Oder wenn ich Panik habe, was meistens eins das Gegenteil ist. Eins von beiden schwankt er immer. Exakt. Genau, und zwischen eins von beiden schwankst du. Nicht zwischen beiden hin und her, nein. Zwischen eins von beiden, ja. Gut, jetzt hat er noch einen, eins mit Bo. Hi, mein Freund. Hast du schon mal darüber nachgedacht, einfach aufzugeben? Ja, okay, das hat er. Genau das hat er. Schön. Sehr, sehr schön. Zumindest tue ich mich langsam von den wirklichen Noobs ab. Ich meine, ich gewinne nicht jeden Kampf, aber das gewinne ich. So, jetzt gibt mir nochmal einen guten Gegner. Ja, das ist halt aber so, alle, die 1580 und mehr haben, waren bisher sehr, sehr gut. Haben mich auch fast zusammengeschlagen oder zusammengeschlagen. Alle drunter unter 1500 waren scheiße. Was dazwischen habe ich bisher noch nicht gefunden. Doch, deine ersten drei Kämpfe waren alles 1500 bis 1520. Ja gut, stimmt. Das waren die einen Kampf gewonnen haben. Ja, okay, gut. Die so mit mir gestartet sind. So, wer bist du jetzt? 1500. Raya Stark. Hast du schon mal was von einer Bluthochzeit gehört? Lust zu heiraten heute. Okay, also sehr wohl wird wieder Follow Me haben, wieder ein Butterfree wieder einschläfern wollen. Full Female Team. Jawohl, außer Amigento. Weißt du, die Vorentwicklung? Das ist nicht Amigento. Das ist nicht Amigento, das ist Type 0. Ja. Okay, ja, gut. Definitiv. Was für ein Typ ist es dann? Normal. Einfach nur normal. Gut, ich habe keinen Kampfangriff. Relativ egal. Ah, der hat ziemlich viel normal. Der kann auch eine Bauchtrommeln mit sehr wohl. Würde mich sleepen wollen? Bauchtrommeln? Das wird ein Sleep-Bauchtrommeln. Das heißt, er fängt mit Sleep an, ne? Ich krieg aber das sehr wohl auch nicht First Round weg. Oh, ich weiß gar nicht, ob da ein Trick Room so schlau wäre. Hälfte von dem ist relativ schnell. Das muss ich auch langsam mal schnell nachdenken. Es wäre cool, dich hinten zu haben. Kannst du irgendwie, du kannst dich wirklich ballern, aber du kannst es probieren am Anfang. Dann brauche ich dich zum Einwechseln. Du hast kein Feuer. Na, effektiv hat er das. Aber nichts, wo ich reinwechseln will. Ich versuche jetzt mal schlau, nicht den Tentakel mitzunehmen. Da wäre vielleicht so ein bisschen gedacht, besser. Vor allem für den Affen. Vor allen Dingen für den Affen! Tut mir leid, Tentakel! Wenn es die Kappe, den ich verliere. Wir können mal so einen Pie-Flow-Chart machen. Prozente, wie ich mit Tentakel gewinne und die ich ohne Tentakel verliere. Ich sage, das wäre 100%. Okay, da gibt's auf jeden Fall irgendwas. Und übrigens, Winter is coming. Sie hat bereits Schneeflocken auf ihrem Bildbild drauf. Nice. Und eisblaue Augen. Mit Schneeflocken drin! Oh, god damn it! Und sie hat ein Eis-Pokémon als erstes. Der wird einfach nur böllern wollen, oder? Exakt. Also, mit dem Wahlscheiß ist auch eine ziemlich gute Idee, aber rein zum Böllern. Weiß, was er kann, wie schnell der ist. Gott, ich kann mit diesen Affen überhaupt nicht umgehen. Manchmal sind die One-Hit und manchmal sind die einfach nur halt affengeil unterwegs. Ich könnte schneller sein, ich könnte Inteleon effektiv. Wobei der kann Inteleon als einziges wirklich Schaden machen. Weil mit Inteleon könnte ich Positionsschutz da reinhauen.
und dann sagen, ich mache einen Stahlflügel da drüben rein. Vielleicht wird das umgelenkt, dann habe ich immer noch den Boost. Okay. Warte, dann sollte ich einen Bohrschnabel machen, Dynamax, damit ich schneller bin und vielleicht sogar irgendwann seinen Wahlschal, den er vielleicht haben könnte, ausweiten kann. Ich glaube, die hat noch nie gekämpft gehabt, die Sasa, ne? Die Star 1500. Dann kann sie auch noch gut und schlecht sein, das ist halt jetzt ungünstig. Okay. Auf jeden Fall macht sie keine Dynamax. Ansonsten wäre sie jetzt schon schnell als Kramor gewesen. Ich weiß nicht, ob das toll ist oder schlecht. Es kommt doch an, was er einsetzen will. Okay, come on. Turn the radio on. Das ist das Spotlight. Das war zu erwarten. Dann trifft man Präzisionsschuss trotzdem. Weil er präzise ist. James Bond for the win. Das ist... Das sehe ich doch gern. Okay. Oh mein Gott, jawoll! Du hast den auch bauchtrommelt. Auch bauchtrommelt! Ja, so muss das nämlich. Und er war langsamer. Das heißt, er hat jetzt den anderen. Das heißt, er verwandelt sich jetzt. Stimmt, weil das Affending nicht hat. Ja, genau. Transmodus, genau. Dann musst du den so. Ist er jetzt viel schneller? Was kann der jetzt? Er ist jetzt auf jeden Fall ein sehr starker spezieller Angreifer. Das weiß ich. Okay, aber ich sollte eh schneller sein als der. Er sollte theoretisch tot sein. Ja, mit deiner Düse definitiv. Und dann mache ich nochmal deiner Düse, damit ich wirklich schneller bin als alles wie er. Auch wobei, vielleicht ist es stärker. Nein, das ist stärker. Zeigung erhöhen. Okay, und einfach nur zum Nicht-Sterben. Ja. Auch für Interior und so nebenbei. Please don't die, my friend. Please don't die. Hier ist eine Metallrüstung. Ah, warte. Ah, ja. Es könnte sein, dass das da nicht One-Hit ist, weil es doppelt zu viel ist. Es kann sein, dass ich einen Crit brauche. Ah, Interion! You can do this! Please! Er kann wahrscheinlich Feuer angreifen, ne? Ja. Das könnte jetzt hardcore gegen mich swingen. Wenn du genau denselben Schaden machst, solltest du ihn töten. Okay, denkst du? Er probiert es nochmal mit Spotlight. Okay, sehe ich ein, damit da nicht zwei Angriffe da reingeballert werden. Komm schon. Gib ihm! Oh, jawoll! Ja, du machst es! Und deswegen warst du unser Starter. Er heult jetzt leise die Chantalle. Dafür heulen die Gegner. Sehr gut. Ja, und dann haben wir noch Verteidigung mit dazu. Nicht, dass das viel bringt bei Interion. Der ist trotzdem, glaube ich, Fragile. Gerade für Spezialangriffe immer noch, aber. Ja, besser als nichts. Für Kramo ist es halt super. Ich meine, er sollte schneller sein als. Alles. Inzwischen, ja. Okay, sehr gut. Tut mir leid, Stark. Das wird ein Blutbad. Soll ich dann deine Eingeweide noch zu deiner Frau schicken oder ist das alles gut so? Na, ganz lecker. Kannst einfach so Rain of Customer im Hintergrund anmachen. And who are you, the proud lord said? Ich weiß nicht, was Amagento kann. Nein, muss ich sagen, ich glaube, das ist urheberrechtlich geschützt. Don't do it! Dann muss es halt singen. Was? Sind die dir weg? Verteidigen? Ich weiß nicht, was Amigento kann. Oder Type 0. Er ist halt so ein offenes Buch. Type 0 kann faktisch von allem irgendwie etwas lernen. Dann wird wahrscheinlich Feuerangriff auf meinen Großen, würde ich es mal sagen. Dann düsen wir nochmal, ne? Und wir düsen. Ich habe Startzeit eingesetzt. Meine ich doch. Ja, Verteidigung. Ey! Okay. Das ist easy. Okay. Ja, ich hätte ihm noch zugetraut, dass er irgendwas macht, aber er hat auch einfach seinem Didi einen Wahlschall gegeben. Spotlight. Das ist aber warum? Ja, was sagen wir zum Gott des Todes? Nimm den da. Auf jeden Fall. So, dann bin ich jetzt glaube ich schon bei 1560 Punkten. Arbeiten wir uns hoch. Ja genau, 63. Boah, ich bin gut darin. Weiß jetzt natürlich nicht, ob das irgendwie im Rang gut ist oder schlecht ist. Weiß mir auch zwischendrin, dass ich anzeigt meinen Rang, aber das können wir am Ende gucken. Immer so, wie ich gestiegen und gefallen bin von Tag zu Tag. Oh, das, was meine Bitrate gerade gefrozen ist auf Twitch. Die ist einfach so eine Konstante und geht nach oben und da bleibt sie jetzt. Ist doch schön. Nein, weil es sollte ja, wenn es weiterläuft, theoretisch auch weiter laufen da oben. Was? Und nicht einfach nur diese schräge stehen bleiben, aber egal. Twitch-Fings, das weiß ich, was es tut. Tolle Anzeigen und so. Auch toll, dass meine Handbewegung nicht so mache, was ich mit SS nicht tun sollte. Wenn ich so mache, schon aus dem Bildschirm raus ist. Okay. Langsam schwitzig. Das könnte vielleicht an der unnötig starken Lampe direkt in unserem Gesicht sein. Könnte sein, schon wieder ein Anfänger. Gib mir die harten Typen, ich will wissen, was ich zu tun habe. Ach, Bullshit. Feuer.
Absoluter Bullshit, das ist ein Trick Room Team. Double Trick Room in dir Gesicht, Bitch. Okay, na gut, dann nehmen wir Inteleon auf jeden Fall rein, um die Dürre rauszuhauen und ziemlich jedes seiner Pokémon. Dann nehme ich mein eigenes Trick Room Team mit und bedanke mich für seinen Trick Room, den er hoffentlich rausballert. Hier noch Katapultra nehmen für einen Rein-Raus-Wechsel. Ich meine, wenn er das nicht benutzt, ist Katapultra immer eine Option. Wobei, wenn ich jetzt mein Plan ist, mit Inteleon einfach nur rauszuballern. Das heißt, ich könnte direkt Kramo mit reinnehmen, damit der seine Weakness Policy droppen kann. Also das ist ja auch grundsätzlich hilfreich. Hier ist Tentakel einfach nur Gold wert und dann Skelapra, weil es langsam ist, ne? Ich würde fast schon Slamprim nehmen. Aber es bringt nur Slamprim hier. Das ist gegen. Ja, ich könnte Trick Room gegen Trick Room machen, aber das bringt halt auch nichts. Da wird das schon so passen. Also ich meine, ich könnte doppelt Trick Room, wie der Typ es vorhin getan hat, aber. Ja, echt na toll. Echt na toll, wie das Ding heißt. Das ist echt na toll. Ja, das ist echt na toll. Echt na wohl. Deutsch. Und dann, ja, wie echt, ja, na wohl. Wirklich? Ja, weil deswegen auch sehr wohl auf Englisch. Nee, warte, sehr wohl war Deutsch und, genau, sehr wohl ist Indeedi. Sehr wohl ist Deutsch und Indeedi, genau. Über wen reden wir gerade? Über echt na toll, das Geist-Pokémon. Ah! Was, das ist Sagopark weiterentwickelt. Ja, genau. Ja, keine Ahnung, wie das heißt. Übrigens, er ist definitiv ein Feuerkämpfer. Also, schauen wir an. Das Feuer brennt in seinen Augen. Deswegen hat er einen Sonnenbrillen auf, wenn es nicht so gut sieht. Was voll hilfreich ist. Einfach mitten im Kampf nimmt er die ab und geht einzuschüchtern. Ah, hab ich schon mal was von dem Trick Room Team gehört? Well, my friends. Okay, der kann eine Magieflamme, soweit ich weiß. Der kann auch einfach das reinballern, davon muss ich aufpassen. Das bedeutet, mein Plan bleibt gleich. Ich schwäche sein komplettes Team mit Regen. Mach nur deiner Flut rein. Es wird wahrscheinlich umgelenkt, ist aber gar nicht so schlimm. Hauptsache, der Regen ist da. Weil ich werde Slendrim nicht One-Hit wegkriegen können. Und du hast auch umgelenkt, soweit ich weiß. Du könntest einfach losprotzen. Wir müssen nächste Runde... Irgendeiner von den beiden muss Trick Room einsetzen. Ich nehme an, die Indeedi macht Follow Me. Warte mal, dann können wir auch rein theoretisch. Ah ne, warte, Follow Me wird vom Spruchball auch mit abgefangen. Ja, schade. Gut, dann müssen wir das so machen, da rein. Und du bist dann langsamer. Protzlos? Komm mit mir, Bitch! Give your best shot. Wenn ich es richtig jetzt prediktet habe, müsste ich eh erstmal keinen Schaden bekommen. Dann kann ich nächste Runde so viel angreifen. Hoffen wir es einfach mal. Zumindest hat er schon mal nicht ausgewechselt. Das heißt, er war recht confident, dass sein Plan so aufgeht. Schauen wir mal, was er plant. Vor allen Dingen, wenn ihr das Team macht und der das Portal einsetzt, dann ist er irgendwie der Sonne. Ja, wenn er es einsetzt. Vielleicht hat er es auch gar nicht mitgebracht. Das müssen wir halt schauen. Er macht kein Foto mit mir. Ich hätte das Ding umbringen können. So, das heißt, er macht die Magieflamme. Das ist immer noch besser. Außer Indeedi macht Bizarro-Raum, das kann auch sein. Die können es nämlich beide. Deswegen ist der Start relativ gut, weil du halt immer variieren kannst, wer was macht. Aber der Regen ist wichtig, weil jetzt die Magieflamme in mein Kramo reinkommt und ihn schneller macht. Stärker. Oder macht einfach Doppel-Zerro-Raum? Nein. Ah, Lichtschild. Ah, okay. Und dann macht jetzt zu dem Follow Me, also Zerro-Raum. Genau. Okay. Soweit so klar. Nichtsdestotrotz sollten die mir ja zwar jetzt ein bisschen Schaden zufügen können, aber nicht so viel, auch wenn er es groß macht wegen deiner Flut. Das bedeutet, ich will aber das Regen gerne hier haben. Vor allem, weil deiner Spuk sonst nicht trifft. Das heißt, du gehst da rein und Schlafflügel wird nicht treffen, oder? 90% ist eigentlich fast null. Das ist vielleicht sogar schon tot. Also wenn, dann ist es tot, bevor er drankommt. Deswegen kann ich auch direkt den Bohrschnabel machen. Habe ich gerade auf den angegriffen? Ich weiß es nicht mehr. 15 Sekunden kriege ich noch hin. Genau, deiner Flut auf das da, damit es auch ins große Tod ist. Dann kann ich auch hier den Bohrschnabel machen. Okay. Soll ich ganz kurz predikten, dass er mich einfach... Ich predikte mal ganz kurz. Okay, alles klar. Easy in your Gesicht. Goddammit! Ah, dann halt nicht. Da macht er einen Reflektor. Schade. Ich dachte, das ist wirklich der noch Magieflamme jetzt raus. Gut, von mir aus, dann macht die Lebigkeit halt nicht allzu viel Schaden, so nicht gar nichts. Ja, gerade bei Indeedi. Und dann noch durch jetzt Reflektor hindurch. Ja. War das Chipsprung schon da? Sehr gut. Auch deleted.
die jetzt Quirtle reinkommen. Der dann schneller ist als ich. Und damit relativ gut sein Feuer überall hin verteilen könnte. Das war die erste Runde von Trick Room. Soll ich mitzählen oder immer wieder sinnvoll nachgucken? Okay, das wird wahrscheinlich groß machen. Das wird auch schneller sein. Das wird ziemlich. Ja, wird aber Interior nicht One-Hit wegmachen können. Bin ich mir fast sicher. Also fast. Das heißt, wir machen hier lieber einen Stahlflügel in Didi rein. Beziehungsweise auf den, falls halt kein Wechsel kommt, ich einfach nur den raus. Wenn nur in Didi da steht, ist mir das auch relativ egal. Gut, der hat doppelte Defense-Werte, muss man bedenken. Ja, das stimmt, aber er sollte keinen Schaden machen können. Also solange er mich nicht zu sehr nervt mit dem Follow Me. Nein, ich meinte jetzt das Rivonio. Das hat doppelte Defense-Werte. Ja, okay. Aber ich bin eh langsamer als er. Daher ist es relativ egal. Und den Taillon hatte ich halt auch nur am Anfang, um halt Regen zu machen. Mein Hauptplan ist nicht, dass ich den Taillon draußen habe. Das heißt, wenn es so scheiße klingt, solange der Zauberraum da ist, ist der Taillon relativ useless. Deswegen, wenn der stirbt, ist es ganz so schlimm. Ich hätte noch ein Schild machen können, nach dem Motto, ey, gucke mal, predicting your attack und so. Das wäre vielleicht noch schlau gewesen. Aber deiner Erdstoß, das geht auf jeden Fall von Taillon. Nimmt der das? Ne, hat nicht nur dumm gemacht. Schade. Ja, dann wäre die Wall besser gewesen. Egal, dann wechseln wir. Auch okay. Vor allem, weil ich jetzt einen Plan habe, wie es weitergeht. Das hätte ich nicht gehabt, wenn ich das nicht gehen würde. Ich hätte versuchen können zu ballern, aber das ist halt nicht immer so sinnvoll. So, dann kriegt der Startflügel da rein. Er hat getroffen! Dann werde ich dir Plan Skelab reinzusetzen. Sozusagen, der klickt einfach nochmal. Das Erdstoß, weil das ihm nämlich Verteidigung dazu gibt. Und ich mach Seitentausch. Genau. Das ist immer doof, dass die da halt einfach rumharzen wird. Aber so geht's mit dem Strickroom langsam raus. Was ja auch immer schon schön ist. Will ich jetzt immer noch kacke, ich könnte auch einfach rumprotzen. Protzen wir mal eine Weile rum. Werden wir einfach überheblich. Das ist mein Ziel. Das ist mein Plan. Mein geheimer Plan. Überheblichkeitswin. Einfach Arroganz. Jawohl, maximalste Arroganz. Er hat da sein Dynamics-Pokémon und ich so, was soll das? Das kann ich, das habe ich schon mal geübt. Oswald, Vibes intensifieren. Exakt. So, ist natürlich in die immer noch nicht tot, ich kann die Großen immer noch nicht fokussen, aber wenn der Kleine ist, ist ja auch meine Option. Bitte den Erdstoß, ich weiß, du willst es. Gib mir deiner Brand. Well, actually, habe ich da auch nichts dagegen. Weil im Regen. Das hätte sogar lieber abbekommen auf meinen Kramor. Tatsächlich. Egal, warte, wie lange geht alles noch? Ihr habt eine Runde Psychofeld, Bizarro-Raum und die Reflektoren gehen noch ein bisschen länger. Lichtschild geht auch auf. Okay, gut. Dann wechsle ich jetzt nicht, weil das immer die harten Mindgames sind. Sollte jetzt in die draufgehen, ist wahrscheinlich. Und du bist mir hier gerade. Kann deiner Brand machen. Es ist einfach da. Das sollte mit Fokus natürlich auch alles überleben. Das sollte schneller sein, ich kann den Ball da reinhauen, wie ich den Ball reinhauen, wenn er Fitnessblock ist, sie hat. Flammenwurf. Spukball. Spukball, du hast recht. Dann sollte er immer noch so rumpassen. Okay. So, deiner Brocken. Und der Brocken geht. Er trifft. Okay, ungünstig. Er hat übrigens kein Spotlight gemacht, er könnte jetzt immer noch mal Skelapa angreifen. Was auch nicht toll wäre. Sandsturm. Well, that's the last round of Skelapa, I guess. Ja, okay. Gut. Das war zu erwarten. Hätte ich auch auswechseln können, aber gut. Ja, hast du voll, wie kannst du? Ich hab's auch nicht ausgeschlossen. So, und jawohl, der ist weg. Na ja, gut. Ich meine, Fokus Dash wäre eh weg gewesen, jetzt mit Sandsturm, das ist okay, jetzt habe ich... Das ist ungünstig. Mein Arm ist Tentantel. Das hätte diese Geschwindigkeit gebraucht. Das wäre fast as fuck boys gewesen. Ja, das heißt, immer noch einen normalen Angriff, denn das war die dritte Runde. 1, 2, 3, ja. Er müsste klein werden, das heißt, sein Feuerschlag würde gar nicht so viel Schaden machen. Und er würde wahrscheinlich Kramo... Wow. Das ist belastend. Genau. Fucked up. Okay. Dann, gerade weil die Zauberung jetzt raus ist.
Dann bin ich zumindest schneller als der Kleine. Die Frage ist, was macht der Große? Ich muss den raushauen. Und die Frage ist, greift der jetzt Tentantel an oder lieber Kramor? Er denkt wahrscheinlich, dass Kramor nicht allzu... Ach, der auch Steilflügel machen. Das wird er eher rausfokussen wollen. Kann ich ihn von Wurzeln in Ruhe einsetzen? Komm, wir gehen auf Nummer sicher. Ich bin gerade 50-50, wir hinten mal nicht rein, auch wenn es in der Regel die bessere Option ist. Komm schon, geh auf Tentantel, ich weiß, du willst es. Flammenblitz. Jawoll! Das war ein gutes Schutzschild. Nice. So, dann überhebe ich da drüben rein. Das ist okay, Damage, Feuerschlag. Hey! Der geht richtig in die Tentantel. Aber so richtig. Okay, das mit dem nächsten Mal Sandsturm könnte beinahe... Ja. Der rennt in den Tentantel rein. Das reicht. Dann trifft das andere nämlich perfekterweise mein Kramor. Das ist genau das, was ich haben möchte. Und sollte den Tante überleben, dann hat er von Wurzeln. Das sollte eigentlich passen. Ja, er wird jetzt 20 angreifen, weil man, der weiß, ich kann kein Schutzschild mehr machen. Das ist effektiv Bait, dass er hier reinrennt. Ja, Wolz, das wollte ich sehen. Das ist halt tot. Das ist halt hart tot. Aber der halt auch. Und dann muss ich nur noch ein Rhyperior erledigen. Okay, jetzt ist übrigens komplett selbst umgebracht. Durch Flammenblitz, Rückstoß. Das ist einfach nur. Verdammt, wieso bin ich so schnell? Aber es ist die Wirklichkeit. Okay. Ja, aber nur plus 4. Jetzt ist es erst plus 8. Okay. Das ist aber okay, weil du kannst jetzt den theoretischen Stahl angreifen. Nee, das ist nicht stärker. Genau, ich mache keinen Stahlflügel, weil der nur 90% Trefferwahrscheinlichkeit hat und der die Weakness-Policy haben könnte. Ja, stimmt. Die Überheblichkeit ist einfach besser jetzt. Auf geht's! Sind wir überheblich als fuck oder sind wir es nicht? Du brauchst zwei Überheblichkeiten. Ja, aber er sollte mich nicht one-hit machen können beim Schaden, der er gerade getan hat. Mhm. Daher, ich könnte durch meinen fucking Protzer gewinnen! Einfach so aus dem Nichts. Wie wäre es, wenn ich einfach besser bin als du? Ich schon mal darüber nachgedacht? Wäre es gerade gewesen, wäre es jetzt richtig scheiße gewesen. Jetzt lässt also das Licht schön auf. Und er hat immer noch den Reflektor! Und ich mach trotzdem diesen Damage! Well, easy, ne? Das ist mein Win. Danke meinem Sweet Sweeper! Weil die Gegner nie wissen, dass sie fokussen müssen. Das ist, und sie denken, ja, so ein bisschen Feuer, das wird den schon umbringen. Nein! Da fliegt der drauf. Das feuert ihn an. Sucht für Spannung bei Donnerangriffen. Ich habe noch ein paar davon, ich lasse es mal. Also. Ich bin fast auf 80 Punkten, wir fassen, wo ich meinte, das sind die guten Leute. Sehr schön. Das ist doch erst ein Kampf verloren, oder? Zwei oder drei. So. Also es ist nicht im untersten Niveau. 1 von 33. Oh, Jens hat zweimal gewonnen, einmal verloren. Oh, Jenser. Ach, jedes Team gewinne ich nicht gut. Ziemlich viele... Der wird versuchen, mich einzuschläfern. Ziemlich sicher, das heißt, ich muss Melodik eigentlich wirklich schnell raushauen. Er könnte aber theoretisch auch Volona und Glurak vorne haben. Volona kann Dürre haben. Das heißt, ich probiere das so und kann nachher wieder wechseln. Gegen das Team wäre es Tentante sinnvoll. Aber ich kann trotzdem eingestiefert werden, weil es kein Schlafpulver ist. Gegen Akrostella habe ich schon mal 50 Minuten gekämpft. Das war witzig. Tentante gegen Akrostella, der spannendste Kampf überhaupt. Exakt. Der eine hat Giftschleim, der andere hat sein Verwurzeln und nichts passiert. Oder Kramor. Goddammit, was machen wir jetzt? Lemprim, Kramor. Okay, sein Plan. Predict dich mal. Er wird entweder mit Melodic anfangen und dazu Corazon und Akrostella. Vielleicht auch Dragapultra. Oder, wie gesagt, gezwungen Volona und Glurak. Vielleicht auch ein bisschen von beiden machen, damit er dann nachher rumwechseln kann. Das heißt, um das rauszuballern, jetzt gelaufen gegen alles gar nicht mal so schlecht. Solange ich irgendwie das Melodic unter Kontrolle bekomme. Es dürfen halt nicht meine ganzen Leute schlafen. Das ist... Wir haben so viel gekämpft. Wir müssen schlafen. Wenn wir einmal einrollen, wirklich durchbekommt, dann ist das nicht mehr. Ja, genau. Also, sein Coil-Up ist mein Ende. Schau mal. Sein Coil, sein Ende. Ah, nice, predicted. So halb. Oh mein Gott, sieht Volona nice shiny aus. Also hart wie Kyubimon von Digimon, aber ansonsten echt gut. Okay, da ist die Dürre.
krass, wer schneller ist als ich. Das kann er sein, muss er aber nicht. Das heißt, wir machen die Deiner Flut und hauen vielleicht sogar den raus. Und warte, der kann wahrscheinlich einen Donnerschlag. Ich habe groß gemacht, das können trotzdem One-Hit, das ist das Problem. Oder sollte ansonsten langsamer sein, ich könnte mit Kehrtwende hier reinkommen. Was sind meine Pokémon im Hintergrund? Tentantel ist Skelapos. Skelapos, gut. Dann, Kehrtwende ist Skelapos rein, würde ich sagen. Machen deinen Fokus nicht kaputt, solltest du einen haben. Wobei in der Regel ist Volona relativ tanky. Er ist schneller! What the fuck my life? Wahrscheinlich Wahlschaden. Dann. Oder einfach so schneller? Kuba kann auch einfach so schneller sein. Ich hätte doch einfach so wechseln sollen. Direkt Skelapa rein. Das wäre schön gewesen. Gut. Hi, mein Freund. So zufällig gerade Lust, meinen Tragapultra anzugreifen. Das wäre jetzt gerade sehr, sehr schön. Hey, bitte nicht. Den Donnerschlag machen. Das habe ich. Aha, erste Runde habe ich hart verkackt. Okay, das ist mir zu spät eingefallen. Bin ich auch schon mal reingefallen. Dann habe ich den Kampf auch verloren. Okay. Der ist schneller, das war zu erwarten. I hope, Rolo. Gleich wird es verständlich. Nice, Galopp, was ist denn vor dir? Okay, ja, dann ist Galopp. Der kleine geblieben wäre vielleicht auch Tentantel, aber so hoffe ich, dass der Feuerangriff in Tragapultra reinging, den er als Gefahr gesehen hat. Oh! Es war ein Speed-Teil! Nice! Ja. Das war die Jungle. Nicht in der Sonne. Aber hey, das heißt, wir haben schon mal Regen, wenn er Feuerangriff machen sollte. Ich weiß nicht, ob dir das viel hilft, aber hey, was ist dein Plan? Was machst du? Hitzewelle? Okay. Nehme ich. Sollte da nicht allzu viel Schaden machen. Dank Regen. Und jetzt deiner Flora. Okay. Auch eine Option. Ah, nice. Das wird ziemlich sicher ein Solarstrahl. Okay. Oh, so gewinne ich das Beta jetzt nochmal? Ah, 50-50, wa? Einmal habe ich schon verloren. Ah, kack, yes. Wieso haben wir uns Beta in so einem Moment? Ja, auf jeden Fall, ich will auch Solarkraft noch mit haben. Das wäre ein nice Combo. Einfach Deiner Worm machen. Fangen wir uns einfach die Runde ab. Ich gehe jetzt nicht voll in. Nicht, wenn ich jetzt schon die erste Runde verkackt hatte. Und dann halt einfach. Oh, never mind. Never fucking mind. Wir machen den da hart ins Gesicht und sagen, hi. Du wolltest doch schon mal immer eine Deiner Flora in so einen Sklaver reinfeuern, oder? Dafür ist halt Zeitdruck immer ganz geil. Komm aufs Beste. Ah, ich hätte übrigens gewonnen. Nice. Ja, ist recht. Ich kann es nicht so kriegen, ja. Nawoll! Interion, du Meister! Gut, ich verliere auch schon den Arterium wegen dem Angriff von Bologna, aber hey, das Glurak ist weg. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Hitzewelle, ja genau. Denkst du? Oh! Oh! Dann danke, dass du noch das Heil für mich rausgelegt hast. I really appreciate it. So, dann ist das Problem schon mal weg. Es kommt Problem Nummer 2, sein Milotic. Ich wiederhole, sein Milotic. Vorason. Oh, ich kann da, was es kann. Das ist Geistwasser. Ja, das weiß ich auch. Aber. Ich meine, das ist Geistwasser, ne? Das kann auch sowas wie Schutzheld bestimmt. Kein ich auch nicht. Aber nie gegen sowas gekämpft. Sag ich, ball da einfach rein und gucke, was passiert. Ich will jetzt Volona nicht als Gefahr einsehen, oder? Das habe ich noch hinten drin. Tolle Katapultra. Okay, gut. Dann soll das nicht die Gefahr sein, vor allem mit einem Deiner Spruch drin. Das Verteidigung nochmal niedriger. Okay, ich bin da schneller. Es ist relativ defensiv unterwegs, es wird ein Evolit haben. Und jetzt hat sich das weiterentwickelt. Das ist die Frage, was Galapa macht. Außer so ein bisschen vor sich hinbrennen. Hahaha. Okay, die Witzewelle. Jetzt könnte es knapp werden. Das sollte reichen. Ganz knapp. Ah, schade. Okay, gut. Ja, ich hätte auch mit deiner Wall machen können, theoretisch. Egal, dann kommt der nächste rein, ist auch in Ordnung. Fliegender Wechsel und es geht einfach schneller. Nice. Dann ist auch das Tor viel tot, ziemlich sicher. Ja. Ah,
genau, dachte ich mir. Und dann weiß ich immer noch nicht, was das Corazon kann. Ich glaube, es kann solche Abgangspunkte und ähnliches. Das, aber es ist halt jetzt gerade auch relativ egal. Daher, warte, es regnet noch, ne? Nutzen wir das mal ganz kurz. Ach, warte. Nein, ich habe gerade mit Kramor gerechnet. Sorry, mein Fehler. Das war doof. Oh nein! Akrostella Tentantle incoming! Das wird wieder das dümmste Duell überhaupt. Okay, dann krieg ich auch gerade nichts von beiden wirklich tot, ne? Ich möchte Volona probieren. Der wird eine Hitze wahrscheinlich machen. Dann kann das Akrostella da angreifen. Weil noch habe ich Regen, genau. Okay, dann verwurzel ich mich. Letzte Welle? Ja, das soll trotzdem nicht viel abziehen. Ich hab ganz vergessen, dass das Tentantle nicht Weakness Policy hat. Alter! Ja, es war trotzdem Damage. Wow. Muss ja jetzt nicht sein. Okay, mit dem Debuff auf jeden Fall. So, Toxin. Das ist belastend. Aber random. Aber okay. Dann war ich gerade langsam, das heißt, wir werden nächste Runde wieder sein. Das heißt, wir verwurzeln uns erstmal ganz schön. Ich stehe jetzt hier. Im Angesicht des Feuer-Pokémons. Ah, fuck. Nee, trotzdem. Durch Spezialverteidigung von Niedrich sollte es reichen. Ich kann natürlich jetzt einfach sagen, ich mache da mal ganz kurz nebenbei so ein Schutzschild, aber er hat bisher die Fähigkeit dazu noch nicht gezeigt. Und es waren viele Varianten, wo er es theoretisch hätte machen können. Deswegen macht ihr jetzt einfach den halben Schutzschild für den Abfall. Genau, und hoffen aufs Beste. Genau. Dass der Tante sich mal kurz ein bisschen gegenhalten kann. Übrigens immer noch der Meinung, wenn ein Team, also erstmal sorry an TryHard, wenn du noch da bist, aber ich bin trotzdem der Meinung, wenn ein Team komplett nur aus Shiny-Pokémon besteht, dass der Typ, der das Team spielt, nichts kann. Oder scheiße hart trainiert hat. Oder aber viel zu viel gespielt hat, ja. Viel zu viel Zeit hat, aber in der Regel kann der Typ das benutzen nichts. So war auch meine Erfahrung bisher. Ich glaube, einer hat mir das Gegenteil bewiesen. So, dann ist Volona tot. Another one bites the duster. So, jetzt ist Akrostella gegen die Welt. Sein Tank gegen mein Tank. Sollte irgendwann das Gelaber noch austauschen, wenn der Toxin sich nicht zu weit aufstackt. Weil ich ganz ehrlich gerade mit Trankapult das machen. Es ist wahrscheinlich sogar schlauer. Je nachdem, wie viel Schaden das Gelaber jetzt raushaut. Machen wir es mal so. Schade, das Grasfeld ist weg. Ich hatte es echt lieb gewonnen. Der Klug hat recht noch, echt noch häufiger oder später einsetzen können. Ich find's immer toll, wenn das Feld des Gegners mir dann hilft. Ja, und dann Sio beim Gigasaur. Kann gerade nicht nochmal seine Stacheln machen, das hat er gerade rausgehauen. Bitte krieg ein paar Debuffs. Why? Beweisstück Nummer A. Leute, die nur Shinies benutzen, wissen nicht, wie das Spiel funktioniert. Kann aber auch einfach sein, dass er einen Switch belegt hat, weil mein Zentrum verwurzelt ist. Nein, weil er, dass er keine anderen Attacken auf dem Vieh hat. Das kann er auch aufgeben. Also, höchstwahrscheinlich. Ich meine, er kann weiter Toxin machen, aber er könnte auch aufs Gelaber gehen, weil er da einen Switch sinnvoll predikten könnte. Keine Ahnung. Oder man ist ein Shiny Breeder. Das kann natürlich auch sein, gerade in diesem Spiel, wo man halt alle mit Shiny, alle Pokémon, die man hat, so umformen will, kann, wie man will. Der hat ein Walschal-Toxin. Okay, ja, ist auch eine Option. Sehe ich, es gibt Leute, die das wahrscheinlich machen, aber ich meine, du kannst halt diese Zeit, die du hast, nutzen, entweder um ohne Ende Shinies zu farmen, oder aber besser im Kämpfen zu werden. Hans hat sich für das Shiny Farm entschieden, er ist nur nicht gut darin. Und deswegen muss ich jetzt drauf rumreiten. Weißt du, mein erstes Shiny jetzt mit Schwert und Schild, das war voll witzig. Ich habe gerade ein paar Raids gemacht, um Erfahrungspunkte zum Hochlevel zu farmen. Andreas das neben mir hat ein Buch gelesen. Ich habe am Handy ein bisschen rumgedaddelt, weil Raids sind halt momentan mit Level 100 einfach nur noch A-Spam. Und halt irgendwann, wenn ich das Pokémon fange, dieses Pandacro, ah ja, warum nicht, gefangen. Ich sehe es im Pokédex, ist das nicht normalerweise schwarz? Ich habe einen Pokéball darauf geworfen, weil ich dachte, ich brauch's vielleicht nicht. Und so danach, ist das Ding wirklich shiny? Das war mein erstes Shiny, was ich in diesem Spiel bekommen habe. Ich habe es mir wesentlich epischer vorgestellt, aber das war's nicht. Besser im Fighting. Ich meine, du musst nur verstehen, was ein Pokémon macht und was der Gegner machen könnte. Du brauchst die Damage Calculations. Das hat mir unglaublich geholfen, wenn ich jetzt weiß, okay, mein Talion hält halt einen Donnerschlag nicht aus. Dann lasse ich es nicht gegen einen Kluger kämpfen, was Donnerschlag kann.
Oder wenn, ich weiß, Metal Title macht nur Half-Life bei einem Togekiss. Ich weiß, es kann sich ändern, nachdem wie es trainiert ist, natürlich. Aber das mal gesehen zu haben und so eine ungefähre Range zu haben, ist wichtig. Das kannst du natürlich auch einfach. Ey, Michael! Gott, der hat mich ja verloren. Oh, Keksi Michael. Keksi Michael kommt. Oh, fuck. Das ist einfach ein Ratterloss ein. Aber ansonsten, das ist schon klar. Genau, das muss man halt wissen. Ansonsten, man kann auch Shiny Hunt. Ich will die Leute, die Shiny Hunt jetzt übrigens nicht dafür drunter ziehen. Wenn ihr macht. Das kann auch cool sein. Nur was ich bisher gesehen habe, hat sich das relativ gut bestätigt. Wie gesagt, bis auf einzelne Ausnahmen, die dann halt ziemlich harte Ficker sind. Apropos ziemlich harte Ficker. Es ist Michael. Er hat ein Pikachu. Er wird das Prügler machen können. Das ist ein Prügler, ja. Er könnte ich theoretisch Slam drin machen und dann switchen. Mit Bizarro-Raum. Das würde gegen das Team ganz gut funktionieren. Ich kann einfach reinballern. Er müsste einen Prügler machen, das heißt, er kann nicht mal den Zellion davon abhalten, einfach sein großes Fetus zu Vitusen. Ich kann wieder Katapultra nehmen, weil ich ihn ausswitchen kann, wenn da irgendwas Ungünstiges kommt. Er könnte nämlich auch mit Katapultra starten oder mit Relaxo, der hat halt genügend Optionen. Dann den Tattel gegen Turtok. I see Synergy Effect. Du willst nur ausreden für den Tattel ab. Ja, und lasst mich! Und dann vielleicht noch Skelabra, damit ich da reinwechseln kann, damit das Giga-Recycling von Relaxo nichts wird. Und ja, ich habe mich gerade ein bisschen darauf festgesetzt, dass die Sachen so kommen, wie sie kommen. Vor allem, ich mache auch immer einen Plan davor und ob der da am Ende funktioniert oder nicht oder ob ich einen komplett anderen nehme, weil ich improvisiere ich eh. Schlachtpläne funktionieren nur bis zur ersten Kugel. Genau, jeder hat einen Plan, bis man ihn zum ersten Mal ins Gesicht geschlagen hat. Und genau so ist das halt hier. Ah, Blastoise. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das erste Mal habe ich in diesem Matchup absolut gar keinen Bock auf Whimsicott. Und weil der wahrscheinlich Rückenwind machen wirst, nehme ich meinen Tentakel da rein, damit der nicht allzu viel Schaden vom Angriff von Blastoise bekommt. Weil ich weiß nicht, kann Turtok irgendeinen Donnerangriff? Donnerschlag wahrscheinlich, ne? Das wahrscheinlich, ja. Das würde ich ihm sogar zutrauen können. Naja gut, schauen wir mal. Weil das könnte auf Inteleon machen, das wäre ungünstig. Okay. Aber immer bin ich schneller als er. Gut, es ist ein Torte. Es ist literally eine Schildkröte. Gut. Wenn ich, wie gesagt, auch die Teamkomps in die gesehen, auch sowas. Wissen, wie man spielt gegen gewisse Teamkomps, ist halt auch sehr hilfreich. Was man sich halt erstmal aneignen muss. Was bei mir eine ganze Weile gedauert hat, weil ich immer noch nicht kann. Durftest du schon gegen Sticky Web Teams spielen oder allgemein Speed Control? Richtig Spaß. Sticky Web Team hat so ehrlich gesagt noch gar keinen. Sticky Web noch gar nicht. Speed Control halt mit Zauberer. Den habe ich ziemlich häufig halt abbekommen. Oh, ich bin eine große Schildkröte. Bitte keinen Donnerangriff. Bitte schieß irgendeinen Eiserkranz an, weil ich werde jetzt so verbunden. Macht Hagel Eisangriffe stärker? Eigentlich nicht, ne? Genau, das ist der Rückenwind. Das war mir klar. Auch sowas ist ja Speed Control. Auch das ist nervig. Also mit Zauberer deiner Worm. Interesting. Dafür wäre mein Slam von super gewesen. Meine ist es. Ja, war der gerade schneller als mein... Ah, Rückenwind. Rückenwind. Schon wieder vergessen. Gerade eben gesehen und schon wieder weg. Okay, aber der Angriff bei Inteleon ist halt scheißegal. Deswegen... Hi. Ich hab schon mal überlegt, einfach zu sterben. Ja, deswegen habe ich den Eisangriff gemacht. Ja, ich habe einen Schritt weiter gedacht. Damit mir als Vieh nicht zwei Runden auf den Keks geht. Das muss ja echt nicht sein. Außerdem sind auch die Angriffe von Blastoise nicht stärker. Gut, meine auch nicht, aber der ist ja im Tricken mit eh schneller. Gut. Der kann auf jeden Fall keinen Feuerangriff, oder? Also, ja, ist, vielleicht kann da irgendwas, aber ich kann mir nicht vorstellen. Das sieht auch schon von der Vorstellungskraft doof aus. Einfach so ein schön. Ja, es ist schon sehr witzig, die Farbe vor allem. Der Schildkröte steht auf, schlägt ihm mit einer feurigen Hand ins Gesicht. Ich hätte ja an Flammenwurf gedacht, aber ja, okay. Arcanine! Mit Rückenwind zu 100% schneller. Ich habe schon minus 2 Angriffe. Der kann Donnerangriff. Aber er sollte der Kleine ist nicht one-hitten. Das heißt, jetzt wird es Zeit für ein bisschen Wasser. Und notfalls kann er den Tentakel reingehen. Warte eine Sekunde. Das wird ein Hard Read. Wenn es nicht funktioniert, kriege ich halt voll auf die Fresse. Ansonsten wird das richtig nass.
Pass auf. Wie hart ich letztes Mal Skelat mal selbst getötet habe. Okay, mach eine Hitzewelle. So weit, so gut. Und ja, jetzt kriegst du noch, sehe ich ein. Deiner Wurm. Das könnte Choice Scarf auch sein. Weil, na, das wäre wirklich sonst nichts, was er einsetzen könnte. Muss mal halt gucken. Aber ich muss sowieso meinen Interior auswechseln bei minus 2 Angriff. Das ist egal. Die Hälfte seiner Angriffe kacke. Er hat Eisenschädel. Du meinst, das ist ein Tail? Nein, sorry, ich meine Tentanten. Ja. Ja, ist alles ein Tail dabei, okay. Ja, wie bei Telltale Games. So, zweites Fetus Delitus, was ganz kurz mein Interior rausgehauen hat. Während er seinen großen, bösen Schildkröte immer mehr wastet. Das finde ich eigentlich ganz gut. And I've got an idea. Solange es nicht Choice gab, das kann er jetzt einen Drachenangriff einsetzen. Also einen. Ah, shit. Jetzt kann er definitiv einen Drachenangriff einsetzen. Ja, shit, daran habe ich nicht gedacht. Aber das ist eigentlich komplett okay. Wenn der meinen Interior nicht One-Hit macht, das wird jetzt witzig. Okay, hoffe ich einfach mal aufs Beste, dass da kein One-Hit bei rauskommt. Weil dann ist nur noch Blastoise gegen die Welt. Okay, komm schon, Seitentausch. Du schaffst das! Ich hab Vertrauen in dich! Bitte! Er könnte auch einfach Scheiße mit Phantomkraft machen. Ah, shit, zu spät nachgedacht. Rip me hard. Okay, dann habe ich zumindest gedacht, drauf, wo der deiner Flut weggebracht. Das heißt, der hat schon mal ordentlich gesessen. Okay. Scheiße. Das ist mir zu spät eingefallen. Das ist immer mein Plan. Der hat meine Taktik kopiert. Lutscher. Dann wird er drauf gehen. Also, dafür wird zuerst wahrscheinlich ein Talion drauf gehen, aber danach wird er drauf gehen. Der hat das auf den Talion gemacht, oder? Warte, auf wen hat er das gemacht? Er hat gesehen, okay, ein Talion ist groß. Er hat jetzt nochmal ein Talion angegriffen. Das heißt, ist aber eigentlich langsam angreifen. Das könnte so auch alle umbringen. Ich will, eigentlich bin ich mir sicher, dass er auf den Talion gegangen ist. Das bedeutet, das müsste jetzt da drüben sein. Das heißt, wenn ich jetzt den Tattel einwechsel, müsste er sich selber schlagen, rein theoretisch. Und das Schutzschild sollte funktionieren. Ich bin noch langsamer. Wie lange ist noch Rückenwind bei dir auf deiner Seite? Eine Runde noch. Okay, das heißt, ich muss eh noch die Runde überleben, dann kann ich zurückballern. Na, du sollst raustauschen! Hab ich doch gesagt! Mach doch schnell Schutzschild! Und dann bitte hab mich aufs Glapper gemacht. Ich meine, er sollte nicht mit seinem Fokus der Schaben und der Wasser reingeballert. Es müsste aus seiner Sicht tot gewesen sein, deswegen wäre der Angriff darin doof gewesen. Interion hätte Sinn ergeben, weil sein Totok nichts gegen Interion hat. Offensichtlich. Okay, nächster Read. Komm schon, da kommt die Phantomkraft. Jawoll! Sehr schön! Das war mit Kontakt, oder? Das war mit Kontakt. Das war wichtiger Schaden. Okay, dann du greifst wahrscheinlich Interion an. Wieder Wasser? Nein! Er hätte Interion angreifen können. Schade. Okay, aber Rückenwind ist weg. Das war ja wirklich nur das Wichtige. Und Skelapa wurde immer noch nicht getroffen. Nicht mal von Hagel. Ja, bevor mein Katapultra dann langsam ist und stirbt, würde er mit Phantomkraft einsetzen. Der hat sonst nichts. Der könnte, wobei ich auch Interion wegmachen. Weil ich mit Phantomkraft eine Option. Ne, denke mal Phantomkraft. Ich würde da jetzt einfach mal rein predikten und sagen, der macht das. Damit wäre er jetzt noch da und ich kann das Bias auf Blastoise hauen. Der kann auf jeden Fall nicht weggehen, außer er macht Schutzschild. Okay, come on. Let's predict Phantomkraft. So hart wie es geht. Na, die Drachenpfeile. Das ist ein Double Kill. Fuck. Das war das eine, was ich machen durfte. Okay, er hat noch ein Live-Op dazu. Interesting. Ja, dann ist es noch mehr Double Kill gewesen. Das reicht nicht. Das reicht uns nicht. Das reicht uns noch nicht. Ja, dann ist das auch tot. Okay, da habe ich meinen Tragapult. Das muss nur ein Angriff überleben. Zwei, jedenfalls. Das ist auch schneller. I don't fucking know. Das kommt jetzt alles auf Speed-Size drauf an. Ja, du musst das jetzt okay. Eigentlich... Ich muss die Drachenpfeile machen. Und hoffen, dass ein Doppelkill bei rauskommt. Das ist das Einzige, was ich wirklich sinnvoll habe. Also wenn ich schneller bin, habe ich gewonnen. Ansonsten, ich kann mich noch einfrieren, aber ansonsten habe ich gewonnen, deswegen irgendein Drachenangriff auf Blastoise, ne? Ah, jawoll, das ist meins! Das erkenne ich an dem linken Auge, das ist größer!
Sehr schön. Da ist der weg. Und mit etwas Glück, Spannung steigt. Not even close, aber der nicht Drachenpuls. Okay, ich habe immer noch die Offensivbeste. Jawoll. Sehr schön. Gut, dann mein Freund. Hast du schon mal Bekanntschaft mit, ich weiß nicht, noch mehr meiner Babys gemacht? Hier, halt mal kurz. Einfach 1000 drauf, bevor ich mir jetzt Schloss ausmachen kann. Ja. Stärkster Angriff, der trifft, da kann er machen, was er will. Ist das schön. Das war gefährlich. Also das hätte echt noch schief gehen können. Close, but no cigar. Exakt. Gut, Michael erledigt. Das kann man auch nicht jeden Tag mal sagen. Boah, das war jetzt mein 10. Kampf, ne? Ich glaube. Okay, ich würde ganz kurz gucken wollen, wie mein momentaner Stand ist, bevor ich jetzt irgendwann wieder weiter absinke, weil irgendwann werden stärkere Gegner kommen. 444! What? Von mindestens 3522 Leuten. Ui, und ich habe über 1600. Dann, es wird Zeit für meinen Niedergang. Das war der erste Akt. Und der zweite folgt zugleich. Ich habe schon 11 Kämpfe bestimmt. Ich habe schon 11 Kämpfe, ja. Okay. Gedämmt. Vor allem, da habe ich mal so ein Video drüber gehört. Entscheidungsrückgang oder ähnlich heißt dieses Phänomen. Wenn du viel hintereinander Entscheidungen treffen musst, wird dein Kopf irgendwann müde und kann das nicht mehr so gut. Okay. Das ist auch auf YouTube der Grund. Frustration. Das ist direkt so, wenn du auf YouTube jetzt immer wieder Videos schaust. Oh mein Gott, ja, Chinese mit vielen Punkten. Wenn du auf YouTube immer wieder Videos guckst, irgendwann lässt du Autoplay laufen nach dem Motto: Will ich das, will ich es nicht? Ah, ist mir egal, lass laufen. Und das wird hier wahrscheinlich auch mitkommen. Zudem Konzentrationsschwäche, in der Tat. Okay, Capoeira kann sich drehen, das sieht mir nicht wie Trick Room aus. Das ist ein bisschen von beiden. Das kann langsam sein, aber auch schnell, weil es Rückenwind von dem Son Goku haben kann. Ich weiß auch nicht, wie dieser Vogel wirklich heißt. Waschkiwil? Waschakwil. Lavashkiri? Genau. Okay. Wasserdonner ist wieder scheiße. Ist relativ schnell eingeloggt. Xatrill ist ohne Sandsturm und ohne Rückenwind relativ irrelevant. Ansonsten stark. Ich könnte einfach auf maximal Böllern gehen. Warte eine Sekunde. Ich nehme das Gegenteil von maximal Böllern. Minimal Böllern. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wobei ich ihn jetzt komplett aufsetzen lasse. Egal, die kriegen meine Wand eh nicht weg. Und hat das Ding keinen Feuerangreifer, das heißt, das ist relativ egal. Hat keinen Drachen, das ist auch relativ egal. Aber Bizarro macht er dann nicht. Egal, wenn er meine ersten beiden sieht, sollte er nicht denken, oh, Bizarro ist eine gute Idee. Was? Da hoffe ich, habe ich einfach Glück. Okay, das könnte gerade, okay, jeder Kraft könnte meine nächste Niederlage werden. Oh, das sieht sehr chinesisch aus. Vor allem die Farben und das Spiel, das ist alles wie Drachen aussieht. Okay, gut. Hi. Ah, die beiden kenne ich. Mindestens. Okay. Das ist nur halb okay. Das ist eigentlich scheiße. Das ist super. Das könntest du gerne häufiger machen. Da finde ich zwei Bedroher draus. Weil die könnten es wahrscheinlich beide erlernen. Schade. Okay. Ich könnte rumprotzen, ich könnte mich verwurzeln, ich könnte einfach nur wechseln. Wechseln ist aber wahrscheinlich eine gute Idee. Die Frage, wie greift der an? Ich könnte einfach reinballern. Ich würde sagen, deiner Düse, auf geht's, bin ich nächste Runde schneller. Übernächste spätestens, wenn dann der Rückenwind ausgeglichen ist. Und du verwurzelst dich einfach, I guess. Weil Schutzschild bringt nicht ganz so viel, weil ich will ja, dass er da reinschlägt. Also ich will ja, dass ich seine Fäuste spüre. Das härtet ab. Wenn du häufig genug geschlagen L bekommst, tust du nicht mehr weh. Weil die halt einfach, wollen wir das mal probieren? Weil die dann halt einfach wechselt, die alle. Also, okay. Was ist. Bis dahin tut's weh, oder? Danach geht's. Okay, gut. Da, meine Freunde, was ist sein Plan? Er ist auf jeden Fall momentan noch langsamer. Vielleicht auch sein Fliegevieh. Okay, Muggelhieb. Haha, I don't fucking care! So, hast du schon mal. Jawoll, Tentante! Uff, nice! Auf was hast du die Geschwindigkeit gepackt? Auf Capoeira? Ja, genau. Dann sollte es One-Shot sein. Das war aber jetzt der Vogel.
glaube ich. Ich habe keine Ahnung, ich kann die nicht unterscheiden. Das war definitiv Capoeira. Nicht von der Position her, muss es der Vogel gewesen sein. Das war der Vogel. Oh. Das war definitiv Capoeira. Nahkampf? Waschakbild kann Nahkampf erlernen? Ja, definitiv, scheinbar. Okay, es war aber kein Rückenwind, ich bin jetzt definitiv schneller als er. Alkohol, Bullshit. Alkohol, aua! Hast du mal den Tanklang gesehen? Nee, ich meine nur, dass Waschakbild Nahkampf kann. Ja, ja. Das ist. Ja, warum nicht? Ich meine, der hat, glaube ich, auch keine Defense. Hat sich Verteidigung gerade gesunken? Eigentlich nicht, weil es ein Nebending ist. Nee, warte, nicht bei negativen, nur bei positiven Effekten, glaube ich. Der hat rohe Stärke. Die Angriffe machen keinen Nebengewalt, keinen Nebeneffekt, aber dafür mehr Stärke. Oh! Oh! Den kann ich noch groß machen. Aber ich sollte auch, wenn er groß ist, einen Angriff überleben. Deine Dunkel wäre doof, weil es meinen Wert nicht steigert. Ich würde. Ja, wahrscheinlich einfach rein, ne? Ja, dann bin ich auf jeden Fall schneller. Auch mit dem anderen musst du schilden. Ja, ich muss schilden. Weißt du, also das predikte da vielleicht. Aber ich kann richtig viel Schaden machen, oder? Naja, ansonsten kriege ich den auch so tot. Könnte reinballern. Er riecht gerade den Doppel-K.O. Das heißt, er wird wahrscheinlich reinballern. Aber er könnte einfach beides auf den einen setzen. Einfach auf jeden Fall meinen Kramor töten. Was aber zumindest schneller als einer sein sollte. Er könnte jetzt aber auch einfach Rückenwind machen. Er macht Rückenwind. Ansonsten macht er sich selber halt noch mehr Schaden. Okay, mach deiner mit. Sehe ich ein. Das war auch zu erwarten. Also egal was passiert. Das andere wäre einfach zu wichtig gewesen. Wenn er jetzt einfach Nahkampf Donner in mein Fliegevieh reinmacht, dann wird das trotzdem. Deswegen lieber so, dann nehme ich in Kauf, dass einer stirbt, das sollten aber nicht beide drauf gehen. Dann nehme ich ganz stark an. So, okay, das ist der Nahkampf. Da wäre schon viel besser gewesen. Gut, sehe ich ein. Von mir aus. Aber doch, es ist noch harter gedebufft. Ich mache mich jetzt nochmal schneller. Der ist auf jeden Fall tot. Ich habe nach dem Donnerangriff mehr Angriff, wenn ich es überlebe. Soll ich es überleben, bin ich vorne. Ist die Grundaussage, was ich hier gerade bringen wollte. Und ich düse im Sausenschritt und bring ja, dir Damage mit. Sollst du das überleben? Rotom hat zwar gute Werte, aber jetzt nicht. Nicht One-Shot-Werte. Genau, deiner Gewitter. Jo, gib her. Oh! Also gute Werte, aber nicht der Devastating. Ja, aber close! Sehr close! Okay, was hat er denn noch? Was kann er jetzt bringen? Also erstmal, das ist super. Ich meine, ich bin jetzt bei plus 6. Entspannt. Sollte noch mal angreifen können. Ist jetzt gerade klein? Nein, nächste Runde. Schade. Ja. Das ist ungünstig von ihm. Nicht Intellion, solange dieses große, böse Donnervieh noch rumschwebt. Das ist, glaube ich, erstmal relativ klar. Wo ich es eben One-Shot machen möchte. Intellion wäre besser gewesen. Wobei es geht. Will ich einfach das große, böse Fliegevieh ignorieren und das Kleine töten? Ich kann einfach den. Kriege ich den weg, One-Hit? Ich würde das mit deiner One, ehrlich gesagt. Einfach nur um den Donner, der jetzt definitiv auf das Fliegevieh kommt. Ja, aber der hat danach noch eine Runde. Und ich weiß nicht, wie gut mein Katapultra das aushält. Noch kann ich Damage reindrücken. Spezialzeigung bringt nicht allzu viel, wenn den ich gerade draußen habe. Noch schnell machen auch nicht viel. Ich meine, ich kann auch das einfach umbringen. Okay, dann ist aber Intellion immer noch problematisch. Das heißt, ich kann auch das hier reinhauen. Und ich muss einfach beiden raushauen. 2 gegen 1 sollte eher machbar sein, als wie es jetzt ist. Das okay, heißt, ich mache die Stahlzacken da rein. Und. Keine Ahnung, ob das noch war oder nicht. Ich habe auch ins Falsche reingesetzt. Das war nicht drin. Gott sei Dank. Belastend! Eine Millisekunde zu langsam. Nicht, wenn sie Fokus gut hat. Und das ist relativ. Ja, okay, gut. Nicht mehr gegen Schwächenschutz. Okay, gut. Ja, es ist jetzt halt kacke für mein Kramor. Sollte schneller sein. Rotom ist nicht sonderlich schnell. Ja, ja, ich war auch gerade schneller. Aber nee, ich wollte das für die Ja, aber ich muss halt trotzdem die Top bekommen. Das ist das Hauptproblem. Wie wenig die Drachenfeile gemacht haben, wird das wirklich schwierig. Es wird nächste Woche sein, dass ich auf dich gehen und Schussschild einsetzen. Das ist eine gute Idee. Danke, mein Berater aus dem Off. Das ist, aber es wird erst nächste Runde klein. Ja gut, dann ist er halt noch nicht tot, ne? Wir können einmal mehr angreifen.
Okay, gut. Dann machen wir den Schutzschalter rein. Und wehe, das war jetzt falsch. Wobei, selbst wenn es falsch war, I don't. Do I not care? Ist das eine schlaue Idee? Ne, wird Donner machen. Dann mache ich die Drachenfeuer da rein. Ich habe überlegt, Phantomkraft zu machen, aber es würde nur Sinn ergeben, wenn er wirklich auf Katapultra geht. Und das ist nicht gegeben. Nicht mit dem Interior, den sich Robert one-shotten kann, um zu gewinnen. Weil es ist momentan seine Win-Condition, den zu one-shotten. Es muss einfach so offenlegen, wie es ist. Deswegen ist da wirklich das Schutzschild das Beste. Exakt. Ja, ja. Trotzdem sehr, sehr hart. Okay, und Lifo. Ja, Lifo könnte sein Ende sein. Er könnte auch so sterben, aber... Ja, aber Lifo hat trotzdem nochmal geschadet. Ja, okay. Lass mich ihn dissen dafür, dass er sinnvoll spielt. So ernsthaft. Okay, wurde aufgegeben. Jawoll, nächster Sieg! Ah, winning streak incoming. Fuck, jetzt komme ich immer mehr zu stärkeren Gegnern. Der nächste Stream wird kacke. Ich einfach alles verliere. Okay, ja, dann, auf geht's. Das war jetzt der 12., ne? Genau. Ich hab 1617! Woo! Ich hätte nochmal auf meinen Rang gucken sollen, nur um mir kurz auf die Schulter zu klopfen. Okay, wie hart bist du? Komm, zeig's mir. 1800 Punkte. 1418. Ich krieg immer noch nur die Schwachen. Die Starken spielen einfach nicht weiter. Um die hohen Punkte zu behalten. Oh, boah. Big Brain Move. Das ist so hart Bizarro-Raum-Team, dass es härter gar nicht geht. Das bedeutet, wir holen erstmal das Gedarf mal rein. Das können wir auch später reinholen, aber der hat keinen Feuerangriff. Das ist eigentlich eine Option. Ich kann einfach First Round bannern, solange der noch da ist, das kann ich gerade einfach sagen. Ich mach da mal kurz mit und hab da sehr, sehr viel Spaß in deinem Zauberraum und wehe, der kommt nicht, Junge. Das ist mein Teamplay, du musst auch mit mir mitspielen, ne? Sonst kann ich dich nicht zusammenschlagen. Komm schon, bitte, mach, apropos zusammenschlagen. Oh, fuck. Der ist aber richtig übel gelaunt, ey. Ja. Dann komm mit ran hier, Bitches. Ey, denselben Haarschnitt wie wir. Und das war nicht predicted. Aber es ist okay. Es ist äußerst okay. Will ich vielleicht auch den Monozyt weg haben? Eigentlich will ich das. Warte mal ganz kurz. Ich habe noch 60 Sekunden. Das klappt. Das ist, wenn ich hier mache und du kannst. Könntest auch mitmachen. Noch einfach komplett aufs Lampen gehen. Ohne das mal. Was habe ich zu verlieren? Du gehst da rein, außer Kampf, aber sonst nix. Nichts zu verlieren aus den selbstgewählten Ketten. Ja, exakt. I guess. Ich meine, wenn der jetzt wirklich Trick Room macht, was voll nice wäre, dann könnte ich halt wirklich ihn damit wegsweepen. Wobei er auch relativ stark ist. Effektiv versuche ich einfach nur mehr zu sweepen als er. Immer eine gute Idee, I think. Er bin ich schneller als ein Monozyt. Außer er hat sich gigant anders. Okay. Dann Spukball rein. Sollte. What the fuck, das macht One Hit? Ich dachte, das Lee kann was. Okay, das halt nicht. Und der macht wahrscheinlich den Zauberraum. Oder er kann auch noch einen Gyro-Ball machen. Ist auch eine Option. Komm mal auf den Zauberraum, der ihn überhaupt nicht geschützt hat. Komm schon, Bizarro-Raum. Tu es für mich! Was bei Bronzer auch nicht viel Unterschied macht, aber trotzdem. Ja. Hey! Er ist ja zwar schneller als ich. Aber hey, was soll's? Das heißt, der Rest meines Teams ist zumindest sinnvoll. Und ich habe gut darin getan, nicht selber einzusetzen. Holy shit. Weil der hat die alle unglaublich auf Nicht-Geschwindigkeit trainiert. Ja. Ist immer noch schneller als ich. Das kann natürlich sein. Werden mal sehen. Oh! Slamperum gegen Slamperum, I see! Das kleine kann nur mit Slamperum Schaden machen. Der aber gerade mein Sweeper geworden ist. Aber es kann selber angreifen. Warte, machen das so. Und. Ey. Hi. Meins ist eigentlich auch auf maximal nicht schnell sein getrennt. Ja, du bist aber nach dem Plan. Außer die Initiative.
Die war tatsächlich von Grund auf sensationell, obwohl ich sie eigentlich niedrig haben wollte, was ein bisschen dumm war. Okay, jetzt die Frage, ob man das Level uns überlebt. Er wird nicht Doppelkill machen können, nicht mit deiner Nexen. Das heißt, einer von den beiden wird hart Schaden bekommen. Ich hätte beides auch Konzern machen sollen. Aber ich habe das Trankerpult? Ich habe das Trankerpult in der Hinterhand. Dann vielleicht nicht, dann war es so ganz gut. Okay, aber schon klar für die nächste Runde. Je nachdem, wie es jetzt abläuft. Wenn es so läuft, wie ich jetzt gedacht habe. Das habe ich nicht gedacht. Au. Okay. Das ist leider auch das Feld weg, aber es ist nicht so schlimm, ich habe eine Verteidigung trotzdem. Dann Tarnsteine. Hey! Well, fuck you too! Hey, Magie-Schild sorgt dafür, dass der andere auch Tarnsteine hat? Nein, dass ich seine Tarnsteine einsetze und er nicht. Wirklich? Ja! Krass! Ja! Hi! Boom! Fetus Gelitus. Sehr schön. Dann hat er jetzt Tarnstein auf seiner Seite. Because why the fuck not? Schön. Und das wird nicht one-hitten, das Vieh ist zu tanky, aber das macht gut Damage. Weakness Policy. Ja, das ist schmerzhaft. Okay, aber ich habe noch eine Runde, was wegzubannen. Was hat er jetzt noch draußen? Okay. Deine ist natürlich toll. Mit Kratzgelabra gefokust. Macht er das schon wieder? Könnten jetzt weghauen. Schnell, das wird sein Plan sein. Ich brauche Skelabra nachher noch. Kannst Lamprim nicht weg, ohne wegmachen. Das heißt, er wird jetzt wieder dasselbe reinmachen. Das ist wieder ein Dynakinese. Dann nehmen wir Tentantel dazu, würde ich sagen. Und machen da einen Deiner Brand in den da rein. Weil sein Deiner Brand würde es auch stärker sein, weil ich da Sonne gemacht habe, aber den wird nicht einsetzen, weil das Gedacht war noch da ist. Das heißt, das sollte eigentlich ganz gut sein, dass nur noch sein Sweeper da mit relativ wenig Leben, das sollten wir hinbekommen. Spätestens wenn Trick Room aus ist. Solange muss ich noch überleben, das kriege ich hin, der kann pro Runde nicht zwei wegkippen, nicht mit den Pokémon, die ich habe. Deiner Zauber. Shit! Okay, aber ich sollte schneller sein als ein Dolarian. Das war das Auto, ne? Wie heißt das Pokémon? Close enough. Dunarian, ja. Okay, gut. Dönerblitz. Okay, das passt auch. Der ist trotzdem schneller. Mein verdammtes sensationell. Warum muss das sensationell sein? Geboren mit Initiative. Das hilft im Trickraum so überhaupt nicht. Egal. Hat er jetzt einen Feuerangriff? Selbst wenn, ich muss nur überleben. Bis der Bizarro-Raum weg ist. Was jetzt eine Runde noch ist, glaube ich. Ich guck mal ganz kurz. Zwei Runden. Auch das überlebe ich. Und ich sollte. Fuck, mein Skelabra ist tot. Nein, warte, ich habe den Tarnstein selber eingesetzt. Nevermind. Alles gut. Das wusste ich natürlich auch vorher. Einfach reinbegonnen, ne? Der kann nicht beide aufhalten. Und irgendeiner wirkt halt Schaden machen. Und ich mach dich noch ein bisschen schwächer dabei. Das funktionieren soll. Auch wenn jetzt das andere mehr Schaden macht, aber da kommt wieder einer Brand. Okay, ja, dann war das zu erwarten. Sorry, Tentantel, den Schutzschild habe ich mal nicht benutzt. Das ist auch die größte Gefahr, sehe ich ein. Na gut, dann Magieflamme. Puff. Piff, puff. Und jetzt krieg ich noch den Fall tot. Schön. Hofft man schon. Komm schon, Kramor. Ey, dankeschön. Du hast zwar gerade dieses Fetus Tinnitus gesehen bei Tentantel. Ich sehe ein, das ist sehr, sehr erschreckend. Aber benutze doch mal dein Spatzenhirn und merke, dass wir jetzt deine Kraft brauchen. Und du ihn bestimmt komplett erledigen kannst. Gib einfach dein Bestes, Kramor. Hey, am besten nicht mit Stahlflügeln. Das nicht treffen wäre ungünstig. Und noch eine Magieflamme. Wer weiß, vielleicht kann er Genesung einsetzen. Kein Plan. Magieflamme. Ja, gut. Das war die Sonne. Oh. Ja, ich habe den Magieflamme gemacht, damit das nicht passiert, aber gut, machen wir es halt so. Und mein Zelebrim hat das gesweept! Ich habe, wenn ich gewinne, habe ich immer ein Pokémon, was alle anderen umbringt. Schön. Sehr, sehr schön. Weil immer die Pokémon, wo man es eigentlich nicht erwarten würde. Slimbrim, Tentantel, Kramor, jawohl. Ich meine, bei so einem Katapultra oder so einem Inteleon, ja klar. Die sind einfach allesamt zu fragile. Du brauchst Tanks, die zerstören viel besser.
weil die zerstören auch einfach mental. Wenn der Gegner dann zusätzlich noch merkt, oh mein Gott, der macht mich zur Hälfte tot und ich brauche 100 Schläge, um ihn umzubringen, das ist einfach die mentale Zerstörung, die da zählt. Du bist nicht dafür da, um den Gegner zu besiegen, sondern nur um ihn mental zu vernichten. Exakt. It's not about winning, it's about sending a message. Die Message ist Anton. Ich muss nächstes Mal mit Anton kämpfen. Nehme ich meinen Kyrja und meinen Anton und rocke damit alles. Yeah. So ein Rockefeller. Okay. Guck mal, es wird schon keiner mehr gegen mich kämpfen, weil ich einfach zu ascended bin. Ich bin too high. Mit 1629 Punkten. Das war erfolgreich bisher. Aber wir haben noch zwei Kämpfe vor mir. Gegen den 1500er. Ich weiß immer noch nicht, wie gut die sind. Ja, die gekämpft hat. Ja. Okay, das ist wieder Trick Room. Das ist ziemlich viel schnell. Wobei er immer noch Whimsicott hat, was letzten Endes entweder Spotlight macht oder wechseln kann zu Rückenwind. Okay. Was kriegt ihm hier Rückenwind? Der ist immer noch langsam. Nicht mit allen. Er kann einfach die nehmen, die schneller wären. So Togekiss, Duraludon, dann läuft das auch. Aber ich würde erstmal sagen, der ist überhaupt überall physischer Angreifer, außer der eine Spezialangreifer. Der kann kein Feuer einsetzen, das heißt, meine Tötungskombo ist gar nicht mehr so gut. Ich muss uns Lampen machen. Sollte er wirklich wieder auf den Zauberraum gehen, kann ich mit Lampen wieder weghauen. Weil es genau was schon besser wäre. Zum Reinwechseln für Conkeldurr, wenn ich weiß, dass der Angriff irgendwo drauf geht. Aber dafür habe ich Kadab Ultra. Okay, gut, probieren wir's. Nachdem es Lamprim jetzt, nachdem ich zum ersten Mal eingenommen habe, direkt gezeigt hat, was es kann. Also zum ersten Mal im Turnier. Ist er mich mit Süßheit erledigen. Ist jetzt Charme, es ist sehr effektiv. Yeah. Oh mein Gott, I'm allergic to Adorableness. Oh, jetzt sieht es aber ziemlich wie kämpferisch aus. Verdammt. Okay. Das ist machbar. Und zwar, der macht höchstwahrscheinlich Rückenwind. Der wird in deiner Wurm wahrscheinlich einen Katapultra reinhauen. Predikt mir das einfach mal, wenn nicht, hab ich halt verkackt. Das sind immer die besten Predictions. Und dann habe ich immer noch keinen Bock auf dich. Es tut mir hardcore leid, aber ich habe echt keinen Bock auf Whimsicott. Wenn es einfach weg ist, ist es besser. Ja, das ist das Beste, was man da haben kann. Auch wenn es vielleicht schlauer wäre, die anderen anzugreifen. Ich hoffe einfach, dass mein Prediction funktioniert. Dann ist das alles relativ egal, was hier passiert. Und... Nee, ich bin schneller am Kurs machen. Okay. Ja, er macht wahrscheinlich selbst auch Kurs. Ich frag mich, ob er dann 4 Dynamax hat oder wenn er normal ist. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht wirklich, was Giga Dynamax kann, außer ein bisschen freaky aussehen, wie so ein Hochhaus halt. Okay. Er bleibt klein. Er wird groß. Der Bait! Ja, ne, hätte nicht sein müssen. Okay. Es ist ein normales und das heißt, deiner Wurm ist eigentlich relativ wahrscheinlich, hoffe ich mal. Weil dann wäre es dann der beste Angriff so gewesen, ich hätte machen können. Problem ist, dass halt Whimsicott dann direkt austauschen kann nach dem Rückenwind, weil es halt tot ist. Okay? Das ist der einzige Nachteil. Ich meine, es kann zwar kein Busch mehr machen, aber er hat zwei Angreifer, die schnell sind. Deiner Wurm. Okay. Easy nice. Outplayed. Ja, das war die erste Mal seines Dynamax. Ah. Okay, und da war der Fokus recht, das war zu erwarten. Und dafür ja, das deiner Gewitter. Mit Eis, dessen Namen ich vergessen habe. Hashtag Trainingserfahrung habe ich mir angesammelt. Okay, gut, dann muss ich aber trotzdem auf den großen gehen. Ich meine, der hat gerade keine Boosts, das ist okay, der macht gerade ein bisschen was, aber nicht viel. Aber ich habe auch nichts gegen ihn. Ich habe die Magieflamme. Ich könnte den mit Zauberraum machen, aber der kann Stahlzack einsetzen. Eigentlich soll ich den Lemprim gar nicht mehr draußen halten. Lemprim sollte einfach gehen. Hat seinen Job getan, hat den Angriff gut abgefedert. Jetzt wird er wahrscheinlich einen Stahlangriff reinkommen. Das heißt, ich muss den Tentakel einsetzen, weil ich ihn mit habe. Oh, hi, Conkeldurr. Was nicht viel an meinem Plan ändert. Ich meine, jetzt wäre es äußerst geil, den drin zu lassen, aber einfach zu sagen, Tentakel, komm mal kurz ran hier. Ich muss den Damage minimieren. Ist auch noch eine gute Option. Und der Verteidigung senken ist eigentlich auch eine tolle Idee bei den Pokémon, die ich habe. Weil Regen kriegt mir gerade nichts. Ich habe keinen Fokus-Dash dabei, er auch nicht mehr. Das heißt, eine Verteidigung runter. Ich würde sagen, runter geht nicht. Der Große mache ich kaum Schaden. Der Kleine ist relativ egal.
Ja, ich kann so relativ egal sein. Das heißt, ich muss den Großen umbringen. Okay, gut. Und dass dann wahrscheinlich die Drachenpfeile hoffentlich sogar ausreichen. Das wäre das Beste. Falls sie durchkommen. Irgendwann. Es dauert jetzt noch eine Weile, bis der Rücken wird irgendwann outgepiedert ist. Und dann ist gut. Okay, deiner Startsache. Ne, Play Him Like a Guitar funktioniert schon mal ganz gut. Auch wenn es immer scheiße viel Damage ist, das sehe ich ein. Und Beteiligung steigt. Ja, gut, dafür machen die Beteiligung gleich wieder runter. Leider zeitversetzt, aber gut, was soll's. Dein Spuk, der hat auf jeden Fall seinen Life Orb. Okay, wow, oh, wäre nicht groß, wäre er tot. Sehr schön, was macht der Kleine jetzt? Hittet der einfach in meinen Tentanten rein, macht der Inteleon tot, weil er ist ja langsamer, selbst mit Rückenwind. Das ist das, was der da auch prediktet hatte. Ableitief. Ich leite ab, das tut weh. Ich könnte die nächste Runde umbringen, außer geht auf Inteleon. Was natürlich sehr wahrscheinlich ist, der könnte jetzt einen Doppelkill raushauen, wenn ich nicht aufpasse. Außer ich verhindere es. Der wird jetzt mit dem anderen da reingreifen. Das heißt, jetzt kommt ein Katapultra rein, damit jetzt der darauf angreift. Warum nicht ein Schutzschild? Ne, ich überlege noch in Terio, einen Schutzschild zu machen. Ja, da war ich noch nicht. Ganz gut, ganz gut. Janus Rückenwind noch. Das ist gerade die wichtige Frage. Selten, ich weiß. Noch zwei Runden, dann schaffe ich es lange nicht, die Schutzschilder. Ich wahrscheinlich die Stahlzacken rein, nehme ich an. Nein, aber das wird mit deiner Würm sein. Wenn das hier reinmacht. Oh, das wird wieder ein Hard Read. Wenn das nicht funktioniert, dann tut das hart weh. Ah, shit. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich hätte vielleicht einfach angreifen sollen. Okay. Wenn ich das richtig gemacht habe, wenn der wirklich so einfach zu schauen ist, wie ich mir gedacht habe, dann kriege ich jetzt keinen Schaden. Sollte es nicht funktioniert haben, kriege ich hart auf die Fresse. Also wirklich nicht so ein bisschen, sondern wirklich hart. Dann war die nächste Runde dann normal. Weil der Rücken wird immer noch nicht weg ist. Okay, und das ist das deiner Gewitter. Incident. Okay. Schade. Stimmt ja, das gibt's immer. Das wusste ich nicht. Was den kompletten Satz davor unnötig macht. Komm schon, Ableithieb. Das Witz ist. Okay, zumindest hat das funktioniert. So. Das ist Lembrim höchstwahrscheinlich langsamer. Das wird immer langsamer sein. Die Frage ist, ob es gefokust wird. Irgendwas hier gerade machen kann, ob ich es einfach stehen lasse und sage, das passt schon. Frage, wer darauf angreift, ob ich jetzt nochmal outplayen kann. Du musst die Drachenpfeile machen. Weil dich nächste Runde hier zu haben, wäre eigentlich wesentlich besser. Dann wird jetzt wieder an deiner Würmer machen. Ich muss wieder nur wechseln, ich verliere die ganze Zeit Leben, weil ich wechsle. Das muss nicht sein. Der kann mich nicht One-Hit machen, dafür habe ich die Weste. Heißt, der sollte theoretisch tot sein. Hier sieht's anders aus. Der muss hier mit den anderen angreifen, weil der Katapult gar nicht Schaden machen kann. Dann bringen wir den selber mal um. Ja, der könnte einen Update-Tip machen, das würde hart wehtun, aber der Schaden danach sollte ihn mehr stoppen. Und jetzt der Rückenwind weg, ich muss jetzt einfach mit Rückenwind sweepen. Jetzt muss mein Sweep losgehen. Lichtkanone. Interesting. Das habe ich nicht gedacht. Dann sollte ich aber jetzt die Drachenpfeile raushauen können. Okay, damit ist der schon mal tot. Gerade ob das ausreicht. Er hat noch zwei Pokémon jetzt. Und jetzt noch eins. Also insgesamt zwei stehen dann noch da. Und der hat ziemlich tanky Viecher und auch. Oh, ein Ice Heap. Oh, ein Ice Heap! Oh, shit! Das war nicht witz. Ich wusste nicht, dass der Ice Heap haben kann. Okay. Liebe ich es, ja. Fucking hell. Oh, scheiße. Okay, das war kacke. Der Rückenwind ist weg. Toll. Ich bin voll am Ende. Das ganze Tauschen hat zwar gut funktioniert, aber ich habe kein Damage dabei rausgedrückt. Das gibt es vielleicht sogar trotzdem deswegen. Okay, wen hat er noch? Das ist große Frage. Togekiss. Ich ist actually okay erstmal. Ich glaube, ich das Conkeldor wegbekomme. Das noch am ehesten. Das heißt, du musst sterben. Du bist eh das Langsamste auf dem Feld. Wenn du drauf gehst, kann ich halt rein theoretisch danach zu Lembrim reinholen. Ich muss angreifen. Ja, wahrscheinlich. Coole Muckas! Ja, Voltiskneif, das ist es. Tempo-Hieb. Jawoll, Italian! Das war wichtig. Ja, Leute, wahrscheinlich trotzdem um. Oh, scheiße, nicht gerecht. Okay. Das ist ungünstig.
Ja, sehr coole Mucke, aber leider Mucke des Verlierens jetzt gerade. Zauberschein. Ja, hätte ich mich nicht machen können. Das ist tot. Fuck! Ja, wir verlieren auf jeden Fall. Das heißt, das ist ein Lucky. Fähigkeit. Typen muss halt auf zu hageln. Schade. Nicht, dass es jetzt noch jemand umgebracht hätte, aber. Ja, es hat sich einfach nicht durch. Scheiße! Einmal zu viel getauscht sozusagen. Jetzt Lebron wahrscheinlich vorhin wirklich sterben lassen soll, damit der Schaden dann da reingeht. Ja, oh, damit. Ich meine, wenn ich durchkomme, wäre vielleicht sogar tot, aber der hat ein Tempo hier. Das macht genügend Schaden, das war's. Und ich bin langsamer, als das Turukis. Das macht nichts. Und Turukis denkt sich Zauberschein, ja. Schade. Man kann ja noch hoffen, so mit 12 HP zu überleben. Diskknife bringt Unglück! Ja, ja. Aradax, nicht an meinen falschen Entscheidungen vorher. Definitiv nicht. Ich zwar auf Disknife. Ja, ganz ehrlich, ich hab sie gewinnen lassen. Schau dir das Gesicht an! Nein, das war echt gut gemacht. Sehr, sehr schlecht von mir. Das weiß ich jetzt noch nicht. So, was denkst du, wie viele Punkte habe ich verloren? So, 100? Letzter Kampf. Okay, 30. Solche Leute, die tryharden, züchten sich ihre Viecher. Springe im Unglück, das war schon immer so. Oh, oh. Okay, gut, dass das der letzte Kampf ist am heutigen Tag. Wir haben ja 15 Kämpfe durch. Ah, 286 Kai. Ey, der ist gut. Fuck, der ist gut. Ja, Vorbehalt zum Mediocre. Das ist ein Sonnenteam. Also, damit anfangen wird. Ich könnte einfach wieder reinböllern. Ich böllere einfach mal. Ganz ehrlich, ich habe genug Mindplates. Hat jeder meiner Predictions hat funktioniert, außer eine. Und ich habe trotzdem verloren, weil ich zu viel getauscht habe. Dann wäre wieder Kramor eigentlich ganz nicht gegen zwei. Wenn er einen Doppelstarter, dann wäre Kramor kacke. Aber ich brauche den in der Hinterhand. Das bedeutet, Katapultra ist wieder mein Standardstart. Und danach... Was ist aber ihr beide? Warte mal. Nee. Wir machen das so hier. Damit ich entscheiden kann, ob ich Kramor drin lasse oder nicht. Und notfalls Gelaber reinhaue, damit die erste Runde des Gegners relativ irrelevant ist. Okay, let's try that. Wie gesagt, mehr schief gehen kann es nicht. Puh, letzte Runde für heute gegen Kai. Er hat auch Evolis. Hey! Das ist einfach, wenn man diese Evolis drauf hat, kriegt man mehr Punkte. Ja, damit man besser. Coole Brille, by the way. Sieht beinahe überhaupt nicht pornomäßig aus, irgendwie eine alte Oma. Interessanterweise selben Brillen sind. Was so. Vielleicht über die Beschäftigung von Damen im Rentenalter uns etwas sagt. Ja, definitiv. Oh, fuck. So, aber ob das Turak schneller ist als ich. Aber erstmal finde ich das Quirtle da gar nicht mal so cool. Und dann mache ich Turak tot. Quirtle kann du mich... Du musst auf Quirtle, das Damage ist, das ist die R-Option. Genau, aber ich würde den Eos wechseln. Ja, musst du trotzdem. Das ist halt die Frage, was der Turak macht. Das kann ich halt, das kann ich versuchen zu predikten, aber bei einem starken Spieler wie Kai, weiß ich, ob ich das hinbekomme. Okay? Goddammit, der war schlecht. Hoffentlich war meine Prediction besser. So, Goddammit, wieso höre ich eigentlich auf dich? Was? Jetzt Quirtle ausgewechselt. Gottverdammte Scheiße, ich sollte nie auf dich hören. Das ist korrekt. Oh, kacke. Du bringst viel mehr Unglück als das Knight. Das hat meinen Fuß geschlagen, das ist richtig hart weh. Hätte ich schlagen sollen. Einfach auf Turak gehen sollen, gutes Mann mit deiner Düse, kann ich jetzt mal schnell angreifen. Das war's für mich! Okay. Ungünstig. Hast du schon mal über deinen Orakel noch einmal nicht unterwegs? Ja, Mario hat jetzt. Er macht lang, er macht groß. Wieso lädt das immer so lange? Okay, aber er hat auch ein Evoli-T-Shirt und kein Pikachu-T-Shirt. Er muss gut sein, er hat Geschmack. Okay, mit etwas Glück hat zumindest was geklappt, hat funktioniert. Solange der jetzt wirklich einen Puppenflug raushaut, sollte das gehen. Bin ich nächste Runde immer noch schneller wahrscheinlich. Okay, ja, das ist, sieht nicht nach einem Speed-Teil aus hier. Ich hätte nicht auf dich hören sollen. God fucking damn it. Egal, es regnet. Das ist sein Plan. Bitte fick mich nicht hart. Die deiner Düse. Ja, das war's, hab verloren. Das krieg ich nicht mehr sinnvoll hin. Das Einzige, was ich jetzt machen könnte. Ich krieg auch den nicht One-Hit weg. Das heißt. Ich
könnte mich jetzt auf die anderen konzentrieren und Kluger ignorieren. Was habe ich denn da hinterhand? Eigentlich nur Pokémon, die Feuerschwäche haben, ne? Ja, das habe ich ja toll gemacht. Das heißt, Torak muss sterben, relativ. Und das Einzige, wie ich das hinbekomme, ist, wenn du mal kurz deinen Seitentausch raushaust. Okay, hoffen wir da aufs Beste. Vielleicht mache ich dann trotzdem meinen Phytostylitus hier. Und da kommt Knoten zurück. Ja, das war halt absolut schlau. Deswegen sollte man nicht auf Quirtle gehen da, gegen einen guten Spieler. Dann hoffe ich das Beste, dass der halt jetzt meinen Interior weiter fokussen wollte. Dass er grundsätzlich ein schlauer Plan ist. Deine Düse. Und der Düse. Alter, im Sauseschritt. Alter. Aber die härtesten Schmerzen, die es gibt, das ist ein unglaublich schnelles Klurak. Was fast immer in der Sonne stehen wird. Okay, jetzt hätte ich übrigens auch Torkis schießen können. Hätte ich auf mich gehört, wäre es alles wunderbar funktioniert gewesen. Okay. Ja, jetzt haben wir gemacht, wäre er sogar tot gewesen. So sind meine beiden Pokémon fast weg. So nicht, weil er jetzt schneller ist. Das ist alles scheiße. Der muss einfach nur... Ja, lass mich doch erstmal nachdenken. Ich bin nicht bei Intellion gerade. Das heißt, wir kriegen die hart ab, die sind immer noch langsamer, das bringt nichts. Toll bringt auch nichts, weil es eh eine Heatwave ist und damit beide trifft. Das andere könnte darauf gehen. Ja gut, dann versuchen wir irgendwie den Damage da runterzuschlagen. Oder ihn vielleicht irgendwie umzubringen, keine Ahnung. Ja, und hier deine Border, hast du recht, das wäre wahrscheinlich das Schlauste. Also er will Skelabra umbringen. Ich hab halt nicht, sonst mit deiner Born. Also ich meine, gut, er ist ja kleiner, aber ist immer noch scheiße stark. Das ist halt das Problem. Jetzt werden wir mal Wasser resetten, was halt jetzt auch wieder machen. Ich sollte nicht auf dich hören! Ich sollte immer das Gegenteil von dem machen, was du sagst. Du setzt jetzt die Dynamüse auf deine Felder. Ja, trotzdem. Aber das hat mir nichts gebracht. Also außer den Oh mein Gott! Es war Feuer, das konntest du nicht wissen! Ja gut, den Feuerwehr konnte ich nicht wissen, aber das ist halt trotzdem ordentlich ein Damage-Stelle. Das bringt mir aber nichts, weil ich jetzt die Runde immer noch nicht schneller bin. Das heißt, ich habe das jetzt geschafft, toll und schön, aber zwei mehr Pokémon sterben jetzt. Der hat dann die Dürre nächste Runde und kann nächste Runde Doppelturm machen. Das ist das Hauptproblem. Weil der einfach da drüben jetzt seinen Destiny Clean macht. Das hat eine Hitzewelle und Destiny Clean. Das ist dann relativ egal. Den Viecher los wirst, bevor du das Stahlkäfer rufst. Ja, ich weiß, deswegen wollte ich eigentlich Regen haben, aber du willst wieder Quirtle einwechseln, damit es regnet. Das ist meine einzige Chance, das sehe ich ein. Aber eins von beiden muss dafür sterben. Aber ich mache Quirtle nochmal wesentlich schwächer. Ich komm, mein Bein angreift mir jetzt nicht durch. God fucking damn it. Oh! Okay. Dann war das schon mal in Ordnung. Er macht trotzdem deswegen Cleanus und beide treffen. Das war gar nicht mal so schlecht. Und ein Doppel-K.O. machen hier. Ich bin schneller! Verdammt! Ah, okay, gut. Was war denn Intellion? Nee, das war Doppel-K.O. Okay, ja. Volltreffer gegen Scalabra. Du hast den. Oh, Volltreffer gegen Intellion! Oh, der hat fest zurückgemerkt. Okay, gut. Der hat Lucky Charm mit dabei. Definitiv, ja. Ja, ich weiß. Gut. Da kommt aber jetzt die Sonne wieder raus. Hier kommt die Sonne. Okay, das sehe ich ein. Das ist der hellste Stern von allen. Das ist sehr belastend. Ich hätte jetzt gerne noch einen Katapult rein gehabt. Das wäre so. Ich war wieder im Stream? Ja. Okay, gut. Wie protecte ich jetzt? Den wird das schwerer ansehen. Zwerg könnte eh beide treffen. Mach doch einfach mal. 1, 2, 3. Das ist, du musst jetzt 2 von 2 auswählen. Sonne. Welchen nimmst du? Ja, ich weiß. Damit. Das klappt auch nicht. Das ist das Einzige, was ich jetzt gerade schaffen kann. Kai hat. Was? Der nimmt sich die Boosts weg? Okay, dann war mein Schlüssel komplett wasted. Wobei, der kann immer noch da drüben einen Feuerangriff haben. Das kann immer noch sein, dass das Togekiss auch Feuer schießen kann.
Gena. Oh nein! Das war der schlimmste Schutz, den ich jemals gesetzt habe. Well, double fuck. Ich starf nach der nächsten Runde. Ich könnte doch mal irgendwo Schaden reinhauen. Ich könnte auch Protzern machen, das ist mir aber hier nicht. Also vielleicht Tantel müsste das jetzt regeln. Kann Tantel das regeln? Tantel kann er das regeln. Wenn Tantel nicht, wer sonst? Okay, auf geht's. Ich will noch schneller sein. Das heißt, möglichst sein Damage schwächer machen. Never fucking mind. Spotlight. Ja, das habe ich nicht gewusst. 1, 2, 3 und so weiter. Ja, da picken sie mich raus. Okay, das war scheiße. Das wird nicht reichen, damit ich sie überlebe. Hey! Zwei Optionen. Ungefähr halbe Stärke im Sonnenlicht. Ah! Hey, Weakness Policy! Und deswegen wollte ich Regen haben. Oder ihn bei noch weniger Leben. Ja, okay, gut, das. Und jetzt schlafe ich. Ja, es ist belastend. Scheiße. Oh Mann. Ja, gut, Kai hat das ganz gut gemacht. Wurde ich rausgekitet sozusagen. Schwaria mag es, wie du willkürlich. Okay, never mind. Mit dem irgendetwas deutschen Kauderwelsch. Ja, natürlich. Ja, das ist tot. Gut. Okay, never mind, würde ich da mal sagen. Letzten zwei Runden verloren. Ich sagte, ich hatte zu viele Punkte. Hätte einfach aufhören sollen, als es so gut war, wie alle anderen. Wie lange streamst du denn noch und machst du irgendwann mal fewer Battles? Grundsätzlich alles sehr gerne. Ich würde jetzt erstmal aufhören, weil ich jetzt die Woche, also jetzt das Wochenende nur Streams von Pokémon für das Turnier machen will. Mit dem, der ab und zu im Hintergrund redet, mache ich ansonsten Monster Hunter. Hey. Also mal ganz kurz gucken. Ich war mein Maximum war jetzt 444. Da bin ich jetzt wahrscheinlich wieder abgestiegen, ziemlich sicher. Schauen wir mal, wie niedrig ich jetzt momentan bin. 668. Okay. Das ist noch machbar, es ist mindestens oberes Drittel. Und ich wusste, dass ich immer. Ein Drittel. Ich wusste, dass ich nicht alles gewinne. Turnierdaten überprüfen, das ist nur. Genau. Okay. Well, ich meine, ich bin zufrieden. Wenn die letzten Kämpfe waren scheiße. Aber dafür, dass ich halt wirklich effektiv Noob bin für so ein Turnier, kann man das auch mal gemacht haben. Voll in Ordnung, ja. Ja, morgen geht's weiter, wahrscheinlich um dieselbe Zeit. Ungefähr. Also so von 14 bis 17 Uhr. Meine 3 Stunden zocken und dann Sonntag halt nochmal. Und je nachdem, wie deprimiert ich danach bin, gibt es halt noch Fewer Battle oder nicht. Egal, trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die Hinweise, auch wenn ich damit jetzt nicht gewonnen habe, aber ja, man kann nicht alles gewinnen. Und damit, adios amigos und hoffentlich auf Wiederhören. Ciao. Schön, wie deine Hand einfach reinkommt. Ja.